gleichförmig Also ich finde das jetzt schon alles wahnsinnig langweilig. Was ist denn der... Ich hätte es so gerne ernst gesagt und hab's nicht geschafft. Es tut mir leid. Also, es war ein Gag natürlich. Ich find's wahnsinnig spannend. Nein, war es nicht. Nee, das stimmt. Es war wirklich nicht. Ich möchte... Bitte, entduck dich! Bonn. So muss es sein. Im Bundeskanzleramt. Und heute Gespräch. Ich glaube, okay, wer von euch erinnert sich daran? Machen wir das einfach mal so, früher war alles besser. Ja, wer von euch erinnert sich an Bonn? Ah, Bonn. Also, einer. Ja. Definitiv. Eine. Ja. Das liegt daran, dass du kein kariertes Sakko anhast. Ah, aus dickem Stoff. Aus dickem Stoff und sitzend unter Lichtbogenlampen, die mir die Fresse wegbrezeln. Bonn. Also, wir sprechen heute tatsächlich über Quantenphysik und wir wollen vorher alle Füße-Witze definitiv aus dem Weg schaffen. Mhm. Ihr habt jetzt bis 20.04 Uhr Zeit, in den Chat alle Quantenfuß-Witze hineinzuschreiben. Ich werde ein paar davon vorlesen und dann werde ich die Quantenwitze für die restliche Zeit des Gesprächs ignorieren. Und während geschrieben wird, können wir nochmal erklären, dass Quanten offensichtlich ein urdeutscher Begriff ist, den man zumindest in Wien nicht kennt, genau. Florian, oder? Den zumindest einzelne Personen aus Wien nicht kennen. Es geht los. Nein, ich habe auch andere Personen aus Wien befragt. Ah, okay. Aber ich finde das sehr schockierend. Ich beschäftige mich jetzt seit 20 Jahren mit Quanten und noch nie hat jemand diesen Witz gerissen in meiner Umgebung. Also der Begriff Quanten in einer Verwendung für irgendetwas anderes als dieses Physik-Dings halt. Das heißt, grundsätzlich niemand Witze in deiner Umgebung. Das könnte natürlich auch genau sein. Ich glaube oder einfach, Florian Eigner, du hast noch nie mit Nicht-Physikern gesprochen. Du sprichst einfach immer nur mit Quantenforschern. Haha. Physikern, schreibt man das mit FÜ eigentlich? Physiker? Physiker, weißt du? Okay, es geht los. Also, meine Füße sind gewaschen und gecremt, sagt Hexchen Luna. Okay, Quantenfußwitze los. Also haben Quanten Quasten. Gibt es heute Käsequanten? Oh Gott, Witze unter Zeitdruck. Geht es um Fußfetischismus? Quonkel und Quanten. Quante, danke. Holm, Quanten, Hümmler, naja, für die Fußwitze ist Tommy zuständig, warum auch immer. Ich lege die Quanten auf den Tisch. Ich dachte, es geht um Fußpflege. No, oh, nur Physik. Ja, gut, ja. Oh, ja. Geht's denn nach den Quantenfüßen dann um Nazis? Ich habe letztes Semester ein Buch über Quantenmechanik lesen müssen auf Englisch. Das ist nicht wirklich lustig, aber trotzdem bedauerlich. Quante, Ante. Alter, Quantenwitze waren früher auch besser. Nazis haben Quantenfüße, Quadratlatschen, Quanten. Ich kenne nur den Bönn-Sketch. Ich weiß nicht, was er damit meint. Extra aber, Punktzahl für Leute, die Bonn noch irgendwie unterbringen. Sehr gut, ja. Das genau, extra Punktzahl. Gibt es Quantenflosser? Oh, okay. Quantensitterrunde, Quastenflosser, Quantität, was Bernd sagt, warum auch immer, aber es ist ja immer, was Bernd sagt. Auf die Quanten stillgestanden, die Quanten haben Qualität. Ein Quantentrost. Quant an. Hamera. Alter! Quantamal. Ist das jetzt. Ja. Wir haben es gleich. Das wird quantastisch. Ich kenne Quanten als Mauken. Quantenquark ist ein Mauken anderes Wort für Käsefüße. Mauken? Ja. Kennst du Mauken? Quantenquark ist ein anderes Wort für Käsefüße. Ah. Aber eigentlich eher für Fußkäse dann. Oder? Also bei mir ist es 20, ist es 4 nach 8, aber ist auch egal. Okay. Dann haben wir es geschafft jetzt. Sind wir fertig? Ja. Okay, gut. Das freut mich sehr. Audi Quantro fand ich auch ganz schön. Audi Quantro. Quantanamo. Also, wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Keine Quantenwitze mehr. Denn es gibt ja auch andere Dinge, die mit Quanten zu tun haben, die durchaus noch unter dem Bereich, das ist ja milde unterhaltsam, fallen. Und dafür haben wir insbesondere heute auch unseren großartigen Freund und Kollegen und Hauptchefautor aller Bücher Deutschlands, Bernd Harder, dabei. Denn ich hoffe, Bernd Harder, du wirst uns heute mit ein paar Dingen unterhalten, wo sich Menschen auf Quanten berufen, die überhaupt nichts mit Quanten zu tun haben.
Durchaus nicht. Ich dachte eigentlich, dass ich heute nur Stichwortgeber dabei bin. Ich meine, hey, wir haben hier jemanden, der ein Buch drüber geschrieben hat. Wir haben jemanden, was vielleicht, das nicht, damit ich es vergesse, weil Florian vergisst es bestimmt. Es gibt von Florian Aigner einen ganz alten Blog namens naklar.at und da steht ganz viel über Quanten und Verschränkung und Physik drin. Den betreibt er aber nicht mehr, deshalb hätte er es ganz bestimmt vergessen heute. Vielleicht wollte er es auch nicht erwähnt haben und freut sich jetzt riesig gerade. Ist doch mir egal. Florian. Florian. Genau. Also wir haben einen, der ein Buch darüber geschrieben hat und einen, der Ahnung davon hat. Genau, das ist beides nicht der Bernd, oder? Das ist gut. Die Alexa, glaube ich. Die Alexa hat immer schon ein Buch darüber eingelesen. Na eben. So nämlich. Ja. Hat schon mal ein Buch darüber gesagt. Und dann haben wir noch den lustigen Psychologen, der bestimmt ab einem bestimmten Punkt auch weiß, was er dazu zu sagen hat. Ich gucke mir das Geschehene hier ein bisschen an. Ich mache mir gerade schon ein paar Gedanken zu Bernds Verhalten heute hier wieder, aber das machen wir dann. Also ich freue mich, passive jetzt schon Aggressivität. Alexa, auf was wolltest du nicht? Auf Herrn von Lukadu und die Flüche und den Spuk. Ach, was das mit Quanten zu tun hat. Das macht mir so viel Spaß, das muss heute. So, das heißt, da kannst du nämlich auch was zu sagen. Ich tatsächlich, weil im Gegensatz zu euch waren ja Holm und ich vor kurzem bei einem Online-Vortrag von Herrn Lukadu dabei, der sehr impressiv war. Vielleicht versuchen, wenigstens so weit strukturell vorzugehen, dass ich nicht komplett schon in den ersten 4 Minuten einfach jegliche Kontenance und jeglichen Durchblick verliere. Denn eigentlich müssten wir doch streng genommen damit beginnen, dass wir die Quantenphysik, Quantenmechanik, wie auch immer ihr das nennen wollt, definieren. Und das macht aber diesmal nicht Alexa, nehme ich an, oder? Oh. Wer ist denn freiwillig von euch beiden Physiker? Die neue Alexa. Wer ist die neue Alexa? Wer? Wer ist freiwillig? Ja, ich glaube, wir können uns da ein bisschen abwechseln oder so. Es gibt sicher genug zu definieren. Also was Quantenphysik ist, zunächst mal die saloppe Erklärung, würde ich sagen, ist die Physik der richtig kleinen Dinge, bei der man entdeckt hat, dass dort, wenn man sich jetzt einzelne Atome, Moleküle oder sonstiges Kleinzeug ansieht, ein bisschen andere Gesetze gelten, als wir so aus dem Alltag kennen. Die etwas präzisere Erklärung wäre, im Wort Quantenphysik, der Begriff Quanten steht eben dafür, dass in der Physik manchmal manche Größen in bestimmten Portionen vorkommen, eben in den Quanten und nicht vollkommen kontinuierlich sind. Das ist ein bisschen seltsam, denn im Alltag ist es anders. Ja? Wenn du jetzt einen Ball über den Boden rollen lässt, dann kannst du diesem Ball eine bestimmte Geschwindigkeit geben. Ja, der kann 4 Meter pro Sekunde rollen. Und wenn er das kann, kann er aber auch 4,2 Meter pro Sekunde rollen oder irgendein Wert dazwischen. Und jeder Wert ist erlaubt. Ja, du kannst eine beliebige Zahl dir ausdenken und das ist eine erlaubte mögliche Geschwindigkeit für einen Ball, der über den Boden rollt. Und in der Quantenphysik ist das nicht notwendigerweise so. In der Quantenphysik hat man eben festgestellt, dass manchmal manche Größen in bestimmten Portionen auftreten und dann gibt es eben nur diese Portion oder diese Portion, aber nichts dazwischen. Das ist einfach nicht erlaubt. Ja? Was? Der Ball rollt also nur in 4,8 Stundenkilometer und in 6,7, aber dazwischen... Wenn ich zum Beispiel ein Teilchen in eine Schachtel stecke, in eine kleine, ja, dann kann ein Elektron in einer elektrisch leitenden Box kann nicht jede beliebige Geschwindigkeit annehmen, sondern nur bestimmte Geschwindigkeitswerte. Und alle dazwischen sind verboten. Das geht einfach. Warum ist das für irgendwas interessant? Weil sonst dein Computer nicht funktionieren würde. Das reicht mir als Antwort. Vielen Dank. Ja, aber ich sag mal, im Grundsatz ist es so wahnsinnig unnormal nicht. Also wir wissen, wenn wir zu wahnsinnig kleinen Dingen runtergehen, dann kommen wir irgendwann auf die Ebene einzelner Atome und einzelner Teilchen, die sich halt nicht mehr teilen lassen. Und genau so ist es halt mit Energieportionen dann irgendwie auch. Auch da gibt es eben kleinste Einheiten, die sich nicht mehr teilen lassen. Und wenn wir irgendwas Großes betrachten, dann besteht das halt aus so viel davon, dass das dann eben keine Rolle mehr spielt. Die Grenze zur Quantenphysik und zur klassischen Physik. Also man sagt ja immer, die klassische Physik beschreibt unsere normale Umgebungswelt. Und ihr sagt praktisch, ja, unsere reale Umgebung besteht halt aus ganz, ganz vielen dieser Teilchen. Und die Quantenphysik betrachtet aber nur das einzelne Teilchen oder zwei davon.
Man kann sich das wirklich so vorstellen wie im Computerbildschirm. Der besteht auch aus lauter kleinen Pixeln. Und wenn ich aber ein Stück davon entfernt bin, dann fällt mir das nicht auf. Dann sieht das Bild auf meinem Computerbildschirm wunderschön kontinuierlich aus. Genau gleich wie das Bild, das ich sonst ganz natürlich sehe oder wie ein analoges Foto oder was auch immer. Das kann ich aus der Ferne nicht unterscheiden. Erst wenn ich verdammt nah rangehe, dann erkenne ich vielleicht, dass dieses Bild aus einzelnen Bildquanten aufgebaut ist. Also ich könnte die Pixel meines Bildes als Bildquanten betrachten. Und ja, das ist eben in der Materie auch so, wie Holm schon gesagt hat. Die Materie besteht eben aus einzelnen Teilchen. Das ist auch schon Quanteneffekt, wenn man möchte. Aber auch physikalische Größen, wie eben zum Beispiel die Energie eines Atoms, hat eben auch diese Pixelartigkeit in dem Sinn, dass eben nicht alle Werte erlaubt sind, sondern nur bestimmte. Und wenn dieses Quantenobjekt, zum Beispiel ein Atom, eben wechselt zwischen diesen unterschiedlichen Zuständen, dann geht es nicht kontinuierlich, sondern in Sprüngen und das ist ein Quantensprung. Aber warum verhält sich jetzt das einzelne Teilchen vollkommen anders als eine riesige Ansammlung, also zum Beispiel das Regal hinter dir? Warum steht das einfach da rum und das Quantenteilchen bewegt sich ständig? Naja, das verhält sich nicht anders. Es ist einfach nur, dass das große Ding ist eben, besteht halt aus ganz vielen von den kleinen und deswegen macht das für die Position des großen Regals halt überhaupt nichts aus, ob das kleine, ob ein einzelnes kleines Teilchen in diesem Regal halt irgendwie eine ungenaue Position hat oder sowas. Ich glaube, Alexander amüsiert sich gerade genauso wie ich. Erzähl mal. Ich würde gerne nochmal eine ganze Ecke zurückgehen, weil Holm gesagt hat, nicht mehr teilbar. Ist es denn so, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo Teilchen nicht mehr teilbar sind? Also ich war in meinem Physikunterricht noch so diese Kohlenstoff-Atommodelle gehabt, wo man so Stöckchen hatte und dann konnte man so kleine Elektronen dran basteln und dann konnte man damit Strukturen bauen. Und alles, was kleiner war, war schwierig. Das haben wir nicht mehr gemacht in der Schule oder nur kurz angesprochen. Und dann hat man ja diese Teilchenbeschleuniger gehabt und hat dann sehr kleine Teilchen aufeinander geschossen und hat festgestellt, guck mal, da kommen ja noch kleinere Teilchen raus. Nicht? Na, kleiner ist schwierig, weil beim Elektron bist du schon bei punktförmig. Also kleiner in dem Sinne geht dann nicht mehr. Okay, aber du kannst, aber man konnte doch die, sagen wir mal, Bausteine, der kleinsten Bausteine, die davor bekannt war, konnte man doch nochmal weiter identifizieren, oder nicht? Nö, von den Elektronen nicht. Also Elektronen sind nach allem, was man weiß, elementar. Also theoretisch könnte das natürlich auch irgendwie, aber Elektronen sind nach allem, was man weiß, punktförmig und die sind auch aus nichts zusammengesetzt. Nur die Kernteilchen, die Protonen und die Neutronen, die haben halt eine Unterstruktur aus Quarks und Gluonen, die dann aber eben nach allem, was wir wissen, auch wieder punktförmig sind. Also ich finde das jetzt schon alles wahnsinnig langweilig. Was ist denn der... Ich hätte es so gerne ernst gesagt und hab's nicht geschafft. Es tut mir leid. Also, es war ein Gag natürlich. Ich finde es wahnsinnig spannend. Nein, war es nicht. Nee, stimmt, es war wirklich nicht. Ich möchte gerne irgendwie, könnt ihr irgendwie es schaffen, mich da einzufangen und irgendwie einen praktischen Effekt, einen Nutzen oder irgendwas, könnt ihr es irgendwie, kriegt ihr es irgendwie gegenständlicher hin? Was zum Fuck das eigentlich jetzt ist? Also ein grundsätzliches Problem ist, dass in dem Moment, wo du dir versuchst, Quanteneffekte gegenständlich vorzustellen, du eigentlich immer auf irgendwelche Bilder kommst, die so schief sind, dass man dann wieder völlig falsche Vorstellungen im Kopf hat. Das ist das Gefährliche daran. Erklärt doch mal, was spukhafte Fernwirkung ist, weil ich glaube, da haben wir schon ein Stichwort, was die Schwurbler, glaube ich, auch schon zu allen Zeiten wahnsinnig gerne aufgeführt haben. Ich bin sofort interessiert. Ja, also lass uns mal ein bisschen einen Schritt noch zurückgehen und sagen, wenn wir in diese Welt der kleinsten Teilchen kommen, begegnen uns da gewisse Effekte, die zunächst mal besonders sind, weil wir eben kleinste Teilchen betrachten, die bei großen Objekten nicht auftreten, weil sie sich irgendwie zwischen ganz, ganz vielen Teilchen einfach gegenseitig aufheben. So, einer davon ist eben die Verschränkung, das, was eben mit diesem Begriff spukhafte Fernwirkung verbunden wird. Ein anderer davon, der, und das sind eigentlich die beiden, die am liebsten missverstanden werden, ist der Beobachtereffekt. Das sind eigentlich die zwei, also so zwei Punkte, auf die wir heute auf alle Fälle mal eingehen sollten. Ja, dann gibt es noch so Sachen. Ist das mit der Katze? Nein, bei der Katze spielt schon der Beobachtereffekt auch rein. Ja. Aha. Du hast gerade eben, entschuldige Florian. Das ist historisch oft missverstanden worden. Ja, aber da kommen wir gleich drauf, Moment. Der liebe Holm hat so lapidar mitten in seinem Erzählfluss einen Satz gesagt, wo es bei mir plötzlich Ping machte und wo sogar Bernd Harder einen seines seltenen, zufriedenen Nicker auslöste.
Genau. Bernd Harder findet das gut. Das müssen wir als GIF haben. Ja, Bernd approves. Ja. Denn es kommt selten vor. Das war der Satz, wo du gesagt hast, dass die übersetzt gesagt für sich genommen eben diese speziellen Eigenschaften haben, aber wenn sie dann zusammen im Verbund in einem großen Objekt oder was auch immer auftreten, dann gleicht sich das sozusagen aus. Ja, dann fällt das nicht mehr ins Gewicht. Das bei, also es sind ja Milliarden von Teilchen, die jetzt in Florians Regalwand da hinten verarbeitet sind. Mhm. Und wenn jetzt eins von diesen Teilchen irgendwelche komischen Sachen macht, dann sehen wir das einfach nicht. Das spielt einfach keine Rolle. Weil im Großen und Ganzen über die Summe aller Teilchen da drin verhält sich dieses Regal eben einfach wie ein Regal. Mhm. Und dass die Teilchen alle zur selben Zeit irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt dasselbe machen und das Regal würde durch die Luft fliegen oder sonst was. Das kann nicht passieren, oder? Nein, also die war, also sagen wir mal so, es gibt, also der Effekt, auf den du jetzt anspielst, ist der Tunneleffekt. Das ist also sozusagen, dass ein Teilchen plötzlich an einem Ort auftaucht, an dem es eigentlich nicht sein dürfte, weil man sagt, dazwischen ist eigentlich so viel Hindernis, dass es da nicht drüber könnte. Also es ist auch einer dieser Effekte. Übrigens schreibt gerade Vantatis, Tommy Krabbeis, so schade, dass ihr Harald Lesch nicht für das Thema bekommen habt. Das liegt daran, dass wir ihn nicht gefragt haben. was ich jetzt gar nicht geschmeckle, weil ich höre dem eigentlich gern zu. Skyke Kopp schreibt, Hashtag Bernd approved, finde ich super. Teekannentukan schreibt, ich möchte ein Bernd approved Siegel für Produkte, die nichts miteinander gemeinsam haben, außer dass Bernd sie mag. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema zurück. Florian, Playboy. Möchtest du was ergänzen? Wir kommen zum ich Playboy. Ich baue hier mal ein Pendel, ja? Sieht man das? Ja, warum tust du das? Hochtechnologisches Quantenpendel. Um die Frage von Tommy von vorhin ein bisschen zu beantworten. Ja. Diese Schwingung hier von diesem Pendel kann unterschiedlich viel Energie haben. Ja? Jetzt hat sie wenig Energie. Ja. Jetzt hat sie ein bisschen mehr Energie. Ja, ja, ja. Ja. Und es sind eben beliebige Energiewerte von mir aus betrachtet hier möglich, weil es ein klassisches großes Ding ist. Mhm. Würde ich aber jetzt ganz, ganz genau messen, dann würde sich herausstellen, dass eben nicht jede mögliche Energie möglich ist, sondern dass es nur in bestimmten Energiequanten möglich ist, diesem Pendel Energie zu geben. Ja, also es sind nur bestimmte Werte möglich, alles dazwischen ist unmöglich. Nur bei diesem Pendel sind es einfach unfassbar viele Werte, sodass der Wechsel von einem Wert zum nächsten mir gar nicht auffällt. Das ist ein so kleiner Sprung, ja? Also dass für jede Energie, die ich tatsächlich mir überlegen kann, gibt es irgendeinen Quantenwert, der das trifft. Es sind einfach wahnsinnig viele, so wie mein Bildschirm ganz viele Pixel hat. Kannst du bitte jetzt das weglegen? Ich habe Angst, dass das rausrutscht und runterfällt. Du auch, Tommy, danke. Egal. Danke. Ja. Vielleicht könnten wir an der Stelle schon mal ein Fazit ziehen, ja? Was ich gerne festhalten würde, weil Florian gerade das Wort Sprung benutzt hat. Können wir als Merksatz mal festhalten und einen Mythos entzaubern, ein Quantensprung ist was winzig, 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 unvorstellbar Kleines und keine wahnsinnig große Entwicklung. Ja, ich mag es eigentlich gar nicht, wenn man über diesen Begriff schimpft. Ich finde ihn eigentlich gut. Ich finde es auch in Ordnung, wenn Politiker sagen, das war ein Quantensprung durch das Gesetz. Also ich finde das in Ordnung, weil was es aussagt, ist ja eigentlich nur, dass es nicht eine kontinuierliche Entwicklung ist, sondern dass hier wirklich ohne Zwischenschritt, ohne Zwischenraum sozusagen von einem Zustand auf einen anderen gewechselt wird. Das ist ein Quantensprung. Okay. Und das meint aber auch der Politiker doch nicht, wenn er das sagt. Ganz sicher aber man kann es so interpretieren. Ich kann sagen, ich kann in der Politik langsam Schritt für Schritt so kontinuierlich vorwärts gehen oder ich kann sagen, nee, jetzt machen wir mal das Gesetz ganz neu. Und wenn man das dann als Quantensprung bezeichnet, finde ich das als Physiker nicht schlimm. Und dazu möchte ich noch einen Satz loswerden. Gerne. Es ist auch physikalisch nicht gesagt, dass ein Quantensprung immer etwas winzig Kleines sein muss. Bernd hat natürlich recht, meistens ist es so. Aber theoretisch ist es auch möglich, dass ein Quantensprung was richtig Großes ist. Und irgendwo so im intergalaktischen Raum gibt es durchaus Atome, die sehr groß sind und richtig mächtige Quantensprünge möglich machen. Kann ich ein neues Thema haben? Prothesengott23 schreibt, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, das schreibt er nicht, sondern das interpretiere ich, ein paar Worte zum
Wahrscheinlichkeitsaspekt bei den Messungen wären interessant. Für dich vielleicht! Ich habe das so verstanden, dass es eine Art Wahrscheinlichkeitsraum des Ergebnisses gibt, aber eben keine deterministischen Ergebnisse wie in der klassischen Physik. Ja, also wenn ich gefragt werde, was ist eigentlich die Essenz der Quantenmechanik für den Alltag? Ja. Das eine, was man daraus lernen kann, weil Leute immer kommen mit, da ist alles mit allem verbunden und was weiß ich was. Das eine, was ich sagen kann, was wirklich aus der Quantenphysik unabdingbar hervorgeht, ist, es gibt Zufall. Es gibt Dinge, die nicht vorherbestimmt sind. Und was auch aus der Quantenphysik hervorgeht, sind so Sachen wie GPS, Computer und Ähnliches. Verschlüsselungstechniken. Ja, wobei die Verschlüsselungstechniken so noch nicht so richtig so, okay. Ja. Das heißt aber andersrum, wenn man mit dieser Quantenphysik Alltagsdinge bauen kann, dann kann doch das nicht so vollkommen chaotisch, unberechenbar sein, wie die Esoteriker das immer hinstellen, sondern da stecken doch nachvollziehbare, für euch nachvollziehbare, berechenbare Gesetzmäßigkeiten dahinter, oder ist das falsch? Naja, also wir nutzen in diesen meisten dieser Alltagsgegenstände nutzen wir ja nicht so unmittelbar Quanteneffekte, oder wenn, dann nutzen wir in der Regel welche, die sich irgendwie aufsummiert haben und sich gegenseitig so wieder so ein bisschen wieder, also die nicht mehr so offensichtlich als Quanteneffekte auftreten. In Computern heutiger Bauart sind Quanteneffekte eigentlich eher störend. Also wenn man Computerstrukturen sehr, sehr klein macht, und dann die Elektronen irgendwann von einer Leiterbahn in die andere Leiterbahn per Tunneleffekt rüberhüpfen können, da fängt man an und kriegt Probleme. Hat also, das was damit zu tun? Ja, jetzt habe ich mal was gehört. Das ist nämlich ein gutes Beispiel. Das habe ich auch gehört, dass man ein Computerchip wird ja miniaturisiert, indem man die Bahnen immer dichter nebeneinander legt. Und das geht irgendwann nicht mehr, weil, das habe ich mal irgendwann gehört, ein Elektron im Grunde genommen, wenn man es misst, eine Position hat, das ist, korrigiert mich bitte jederzeit, dieser Beobachtereffekt, also in dem Moment, wo ich es messe, heißt, ich halte es fest, dann habe ich es da und ansonsten kann ein Elektron aber auch einen gewissen Raum einnehmen, wenn ich das so verstanden habe. Und wenn man die Leitungsbahnen so dicht legt in einem Computer, dass die quasi diese Ausdehnung, die so ein Elektron einnehmen kann, berührt, dann hast du keine sauberen Nullen und Einsen mehr. Habe ich das richtig verstanden oder in einem schiefen Bild? Was du jetzt ansprichst, ist der sogenannte Superpositionseffekt. Natürlich. Den sollte man vielleicht mal erklären, bevor Holm dann die Verschränkung fertig erklärt. Hat er denn schon angefangen, die Verschränkung zu erklären? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß, ihr müsst heute sehr tapfer sein, ihr beiden Physiker. Bitte seht uns das nach. Wir sind halt einfach ein bisschen auf dumm. Auf die Sendung haben wir lange gewartet, Alexander. Nein, also was man was auch irgendwie so in der populärwissenschaftlichen Vorstellung von Quantenphysik immer vorkommt, gibt ist... Gibt es eine populärwissenschaftliche Vorstellung von Quantenphysik? Hey, okay. Ich habe hier eine... Hast du mich gerade Populärwissenschaftler genannt? Populärwissenschaftlicher wird es gar nicht mehr. Okay, alles klar. Entschuldigung, bitte. Tut mir leid. Ich habe auch eine Katze. Ah! Wir haben zwei. Ja, aber die sind nicht in der Kiste und du weißt, dass sie leben. Weiter jetzt. Trotzdem noch eine Katze, auch wenn niemand hinsieht. Können wir bitte Florian aussprechen lassen? Ich weiß nicht, was du sagen wolltest, aber ich freue mich riesig drauf. Nochmal, in der klassischen Physik, in unserem Alltagsleben, sind wir gewohnt, dass Dinge einen bestimmten Zustand haben und der ist dann so. Ja, ich habe einen bestimmten Zustand. Ja, hört auf jetzt mit Witzen! Jetzt ich sitze entweder hier oder auf dem Sessel nebenan, aber nicht auf beiden. Ja? Und Tommy beißt da entweder rein oder er beißt nicht rein, aber es geht nicht beides gleichzeitig. Ja? Und in der Quantenphysik ist es eben so, wenn zwei Zustände physikalisch erlaubt sind, dann ist auch erlaubt, dass ein Ding beide Zustände gleichzeitig annimmt. Und das klingt ziemlich verrückt, weil das einfach unserer Alltagserfahrung vollkommen widerspricht. Aber das ist eine mathematische Folge der Quantentheorie. Das kommt einfach so raus aus den Formeln und es lässt sich nicht wegargumentieren und hat damals auch die Leute wahnsinnig verwirrt, als in den 20er Jahren die Quantenphysik erfunden wurde. Aber ist tatsächlich so. Ne? Erfunden? Oder gefunden? Darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Nein, egal. Ich wollte nur zeigen, dass ich zuhöre. Weiter. Hast du sehr gut gemacht, kriegst einen Punkt. Weiter. Das heißt, wenn ich jetzt ausgerechnet habe, dass
ein Atom diesen einen Energiezustand haben kann oder auch den anderen Energiezustand haben kann, dann ist es möglich, dass es beide Zustände gleichzeitig annimmt. Ja. Und das ist der genannte Superpositionseffekt, dass es eben eine Überlagerung von verschiedenen Zuständen geben kann. Und das auch das, was ihr vorhin angesprochen habt, in den Mikrochips, dass es eben möglich ist, ein Elektron kann eben einen Zustand annehmen im Sinn von, es bewegt sich gerade hier, es befindet sich an einem bestimmten Ort. Muss aber nicht sein, es kann auch in einem Überlagerungszustand sein und sich an verschiedenen Orten gleichzeitig befinden. Und erst wenn ich dann eine Messung durchführe und jetzt wissen will, wo befindet sich das Ding jetzt wirklich gerade, zwinge ich das Teilchen sozusagen, einen Zustand anzunehmen. Also vorher ist es irgendwie mehrere Zustände gleichzeitig, so eine Überlagerung von allem, was möglich ist. Und erst wenn ich dann genau wissen will, wo ist es jetzt tatsächlich, zwinge ich die Natur eigentlich erst dazu, sich festzulegen auf einen bestimmten Zustand. Moment mal, das heißt, du misst nicht, wo sich das Teilchen gerade freiwillig befindet, sondern du tust es irgendwo hin und misst es dann. Das ist wie wenn ich sage, ich frage mich, wo die Katze ist. Ah, ich tue sie mal hier in die Schachtel. Ah, sie ist hier in der Schachtel. Ja, so ungefähr ist das. Nein, du zwingst sozusagen die Katze, sich auf einen Ort festzulegen. Jetzt sind wir schon bei Katzen. Ich hasse das. Ich hätte auch das Silberfischchen nehmen können, was in meine Orgel gekrabbelt ist. Keine Ahnung. Also das Teilchen. Ich will wissen, wo das Teilchen ist. So, und das Teilchen hat einen undefinierbaren Ort. Ich kann jetzt eine Wahrscheinlichkeit angeben. Wenn ich messe, werde ich es mit der Wahrscheinlichkeit hier finden und mit der Wahrscheinlichkeit da finden. Aber einen bestimmten Ort hat es erst in dem Moment, wo ich es messe. Das ist das, was man, oder wo es in den, vielmehr, wo es in Kontakt mit der Außenwelt tritt. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Aber messe ich es dann dort, wo es ist, oder ist es dort, weil ich es jetzt messe? Es ist dort, weil es in dem Moment in Kontakt mit der Außenwelt kommt. Also zum Beispiel durch eine Messung. Und jetzt ist der schöne Punkt, jetzt sagen dir ganz viele Leute, das verstehe ich nicht. Und der Punkt ist nicht, dass sie es nicht verstehen, der Punkt ist, dass sie es nicht glauben wollen. Ja, stimmt, es gibt eigentlich nichts zu verstehen. Genau, ja, man muss es einfach. Ich bin das nur so gewöhnt, wenn ich etwas messe, normalerweise im Alltag, dann gibt es die Zahl schon, die rauskommen muss, aber ich kenne sie halt noch nicht. Und dann nach der Messung kenne ich die Zahl. Und in der Quantenphysik ist es anders. Da weiß die Natur selbst nicht, was die Zahl ist. Das Teilchen weiß selbst nicht, wo es ist. Es gibt einfach noch keine Antwort auf diese Frage, bis ich es dann messe und, wie Holm es erklärt hat, das Ding dann in Kontakt kommt mit der Umwelt, mit dem Messgerät eben. Schrotkehlchen, das finde ich aber ganz wichtig, wenn wir diesen Beobachtereffekt aufmachen, an der Stelle müssen wir sagen, das, was es misst, muss kein Mensch sein. Danke, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Warte, ich muss das kurz sagen, weil das so schön ist. Schrotkehlchen schreibt, Tommy Krabbe, jetzt können wir bitte endlich zu den Nazis kommen, mit tut der Kopf weh. So, jetzt, Alexa. Also wenn ein Nazi jetzt etwas misst, Entschuldigung. Nein. Nazis sind immer Mist. Das wissen wir. Aber Alexa, bitte. Völlig recht. Holm hat quasi die Frage beantwortet, die ich dann hätte stellen wollen. Ist es wurscht, wer beobachtet und misst? Dieser Beobachter muss keine Messung sein. Das hat Florian auch mal in einem seiner Artikel geschrieben. Das kann auch eine Qualle, ein Tintenfisch oder sonst was sein. Es geht nicht um die Messung. Es geht, was du auch ja mehrfach gesagt hast, um irgendeinen Kontakt mit der Außenwelt. Schreibt, meine Mutter im Auto ist ein Quantenteilchen. Sie weiß, wo sie hin will, aber sie weiß selbst nie, wo sie ist. Ja gut, das spielt jetzt auf die Heisenbergsche Unschärferelation an. Also wir springen da so ein bisschen von einem Thema aufs andere. Aber ich weiß auch nicht, ob es so wahnsinnig viel Sinn macht, wenn wir jetzt jedem Thema genau in dem Moment hinterher erklären. Ich würde auf den Beobachtereffekt gerne eingehen, weil das ist was wahnsinnig häufig missverstanden wird. Und das war auch, ich sag mal, als dieser Begriff Beobachtereffekt formuliert wurde, diese ganze Begriffsbildung, das stammt ja alles so aus den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Auch die Schrödingers Katze stammt von 1935. Also es ist alles wirklich in der unmittelbaren Entstehungszeit der Quantenmechanik. Da konnte man sich einfach noch nicht vorstellen, dass etwas gemessen wird, oder ohne dass ein Mensch diese Messung macht. Ja. Heute passieren 99,999% aller Messungen in der Physik, ohne dass ein Mensch damit irgendwas zu tun hat. Das hat irgendjemand das Gerät gebaut, dann wird die Messung gemacht, dann wird das irgendwo hinweggeschrieben und 3 Monate später ruft irgendein Doktorand die Daten ab, um das in seine Software zu füttern. Also da ist gar kein Mensch mehr dran beteiligt direkt. Ja. Also das, das, das,
der Beobachter. Und es ist auch verständlich, finde ich, dass damals in dieser Zeit, als diese Gesetze entdeckt wurden, dass die Leute auch verwirrt hat. Ja. Weil dass jetzt ein Quantenteilchen plötzlich einen Zustand annimmt, in dem ich es messe, ist schon seltsam. Und es ist durchaus naheliegend, dann zu überlegen, okay, das heißt, die Messung beeinflusst das Objekt, das heißt, vielleicht mein Bewusstsein, das wird dann oft so geheimnisvoll reinprojiziert, mein Bewusstsein als Mensch beeinflusst hier vielleicht die Physik. Ja, und das ist falsch, aber das ist ein Gedanke, der bis heute geblieben ist. Und ganz viele Leute nehmen diesen Beobachterprozess eben als Argument für so mystische Dinge, für ja, der Geist, die bewusste Beobachtung eines Menschen beeinflusst die Materie oder sowas. Aber das ist ein Missverständnis, das eigentlich seit Jahrzehnten ausgeräumt sein sollte. Also, das ist so, wie wenn man versucht, seine Kinder zu fotografieren und in dem Moment, wo man sie betrachtet, sehen sie dann nicht mehr so aus, wie in dem Moment, wo man eigentlich dachte, das könnte man nochmal fotografieren. Naja, also jein, weil eigentlich das, was du misst, ist sozusagen, das es hat was mit Fotografieren zu tun, weil du frierst sozusagen diese Situation ein und damit, was du sie einfrierst, ist sie halt festgelegt. Es ist nicht mehr, die Kinder bewegen sich nicht mehr auf dem Foto, sind sie halt fest an einem Punkt. Ja. Herr Pauli Messer schreibt, wenn ich immer ein Kind auf meine Kinder schmeißen muss, damit ich sie sehe. Ja. Grundsätzlich ist es natürlich, wenn wir Effekte im realen Leben machen, passiert das natürlich auch. Das ist ja auch nicht so viel anders. Wir können im Normalfall nichts messen, ohne irgendwie in Kontakt damit zu treten. Und dieser Kontakt verändert es auch. Nur wenn ich irgendwo, also ich nutze mal das Beispiel von einem Fußball. Also wenn ich wissen will, wo ein Fußball ist, dann muss auf diesen Fußball Licht drauf fallen, damit ich ihn sehen kann. Ansonsten muss ich ihn anfassen und damit bewege ich ihn natürlich. Yeah. Wenn ich jetzt weiß, dass der Effekt von dem Licht, das auf den Fußball drauf fällt, natürlich auch was mit dem Fußball macht, dann weiß ich, dass ich auch da die Messung letztlich nicht mache, ohne den Fußball zu verändern. Mhm. Nur in dem Fall interessiert es mich halt nicht, weil der Effekt von dem Licht auf den Fußball ist halt minimal. Oder wenn ich nicht weiß, wo Tommy sich genau befindet und dann muss ich messen, wo bist du gerade, und wenn er dann antwortet, dann weiß ich, wo er ist, und bis dahin kann er überall sein. Wenn ich die Wahrheit sage. Ja, du hast es sozusagen, aber so ein bisschen auf so eine Pseudo-Ebene. Also Tommys Ort ist ja nicht wirklich undefiniert, der ist halt tatsächlich irgendwo. Und bei dem Quantenteilchen, das du bist, dessen Ort ist halt tatsächlich undefiniert. Okay. Es ist nicht nur dir nicht bekannt, es ist tatsächlich also undefiniert. Wie wenn ich jetzt so lange, bis der Alexander endlich fragt, wo ich bin, hier so herummeandere. Du weißt selber nicht, wo du bist. Ah, endlich, Alexander, Gott sei Dank fragst du endlich, wo ich bin. Oh Gott, nein, leg nicht wieder auf. Ja, du wärst sozusagen komplett verschmiert. Ja, also du wärst so ausdiffundiert in so eine Wolke. Es gab Tage, da fühlte ich mich ausdiffundiert. Das muss ich schon zugeben. Ich fühle mich heute wieder so ausdiffundiert. Ich fühle mich heute so ausdiffundiert. Kannst du mich mal beobachten? Kannst du nicht mal auf mich gucken? Ich fühle mich heute so ausdiffundiert. Ich würde trotzdem vielleicht gerne, um diese Quantenphysik nochmal zu entmystifizieren. Also Florian sagt ja oder gibt in seiner Vita ja explizit an, du hast Quantenphysik studiert. Was ist jetzt, kann man... Könnt ihr in zwei Sätzen erklären, was macht ein Quantenphysiker? Also alles, was ihr jetzt geschildert habt, das klingt alles, hast du ja selber mehrfach gesagt, ein bisschen seltsam, nicht so richtig nachvollziehbar, lässt sich nicht mit Alltagserfahrungen vergleichen. Aber wenn man ein Fach studieren und da auch promovieren kann, dann könnt ihr ja nicht einfach irgendeinen Blödsinn machen. Das muss ja Gesetzmäßigkeiten haben, es muss Gesetze geben, ihr müsst Arbeiten schreiben können, ihr müsst was berechnen können. Was macht ein Quantenphysiker? Und was ist der Unterschied zur klassischen Physik? Na, es knüpft jetzt an das, was du vorhin gesagt hast, nämlich die Frage, ob das alles irgendwie Zufall ist und wie man dann überhaupt da etwas Ordentliches messen und ausrechnen kann, wenn der Zufall da so eine wesentliche Rolle spielt. Und das ist ein kleines Missverständnis, weil natürlich die Quanteneffekte, die Quantenphysiker beschreiben und mit denen sich Quantenphysiker den ganzen Tag beschäftigen, und da gibt es sehr, sehr viele Quanteneffekte, alle dieses Zufallselement der Quantenphysik zwar enthalten haben, aber das stört uns normalerweise nicht. Stell dir einen Laserstrahl vor. Ein Laserstrahl ist so ein ganz typisches Beispiel von Quantenphysik. Ja, das ist Quantenlicht. Und ohne Quantenphysik ist es vollkommen unmöglich zu erklären, was ein Laserstrahl ist und was er tut. Im Laserstrahl
wird der Quantenzustand von Lichtteilchen so oft kopiert von den Atomen, die da drin sind, dass ein extrem starker Lichtstrahl am Ende rauskommt. Jeder einzelne Produktionsprozess von einem Lichtteilchen in diesem Laser ist zufällig. Aber dass das passiert, und zwar extrem oft in jedem Sekundenbruchteil, ist aber alles andere als zufällig, sondern das ist zwingend so. Das heißt, ich kann mit quantenphysikalischen Formeln ausrechnen, welche Energie dieses Licht haben wird, ob es in diesem ganz speziellen Laser zu diesem Effekt kommen wird oder nicht, oder ob vielleicht die Dichte nicht hoch genug ist oder die Temperatur falsch ist oder sonst irgendwas. Das kann ich alles ausrechnen. Das heißt, im einzelnen Fall ist schon der Zufall mit am Start, im Laser drinnen. Aber das ist egal, weil insgesamt etwas passiert, was absolut nicht zufällig ist, nämlich ein richtig starkes Licht, das mir das Auge verbrennen kann, wenn ich es falsch mache. Das verstehe ich. Und so, jetzt im nächsten Schritt, das, was die Esoterik jetzt falsch macht, ist praktisch genau, was du sagst. Die betrachten nicht das Zusammenspiel wie das Regal im Hintergrund, den Laserstrahl, wo diese Quantenphysik logisch und berechenbar ist, sondern die nehmen das einzelne Teilchen und sagen, dieses Verhalten vergleichen wir jetzt mit, was Alexa gesagt hat, mit Spuk, mit Quantenheilung, mit sonst irgendeinem Blödsinn. Ich glaube, das Stichwort, das du jetzt gebracht hast, war vergleichen. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Was die Quantenesoteriker immer machen, ist eine Aussage aus der Quantenphysik nehmen und dann eine Parallele ziehen in der Welt der großen Dinge oder vielleicht sogar in der Psychologie oder so, ohne dass dazwischen irgendwie eine logische Kette geknüpft wird. Was diese logische Kette angeht, also ich stimme dir dazu, aber da habe ich gelesen und finde die Argumentation von manchen Esoterikerinnen und Esoterikern, dass schon die Leute, die damals diese Gesetzmäßigkeiten entdeckt haben, diese Phänomene entdeckt haben, sozusagen so überwältigt und verwirrt davon gewesen sein, dass sie also nun das Gefühl hatten, das sei mit Mystik verknüpft, das würde endlich die Erklärung für religiöse Phänomene oder so liefern. Das heißt, die damals hätten direkt schon eine Brücke zu solchen Dingen geschlagen und das hätten ja dann später nur die Esoteriker aufgegriffen. Ist da was dran, ja oder nein? Naja, die waren halt... Es waren ja auch Physiker selbst. Mhm. Also genau. Weißt ja, Dürr ist dir sicher ein Begriff. Florian dürfte natürlich als Wiener Capra kennen. Genau. Die haben ja damit angefangen. Ja, wobei man natürlich sagen muss, also man muss da nochmal unterscheiden. Also es gibt, die beziehen sich natürlich häufig auf Aussagen und das meiste, was da so zitiert wird, das sind halt Aussagen von Leuten wie jetzt Heisenberg oder Bohr oder sowas, also wirklich diesen Quantenphysikern der allerersten Generation. Mhm. Und die haben alle möglichen seltsamen spekulativen Aussagen gemacht, weil die halt schlichtweg verwirrt waren von dem, vor was sie da standen. Das hat der Florian ja eben schon gesagt. Also natürlich, wenn du auf einmal dir versuchst, eine neue Theorie zu formulieren und du formulierst sie mathematisch und das passt alles wunderbar zusammen und beschreibt auch die Realität, die du messen kannst, richtig. Und du versuchst dir das bildhaft vorzustellen und da kommen ganz komische Dinge dabei raus. Also die bei dem bildhaft vorstellen, das ist das, wo es schwierig wird. Und das ist das, wo die meisten Leute sagen, ich verstehe es nicht, obwohl das Problem gar nicht ist, dass sie es nicht verstehen, sondern dass sie es nicht glauben wollen. Aber dass die Leute, die gleichen Probleme hatten, Heisenberg und Bohr und Einstein und so damals halt auch, und die haben sich genauso den Kopf zerbrochen, wie kann er das ist ja komisch, wie kann denn das sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann hat man halt, haben die halt alle möglichen Spekulationen gemacht und dann hat man weitergearbeitet und meistens haben die Leute selber schon 10 Jahre später gesagt, naja, eigentlich so unlogisch ist es ja nicht und man musste sich einfach daran gewöhnen. Aber diese blöden Zitate sind halt immer noch da und es sagt keiner, dass das Zitat aus dem Jahr 1927 stammt. Und ja. Dass dieselbe Person vielleicht 10 Jahre später schon viel klüger war und dass wir vor allem in den Jahrzehnten seither einfach viel, viel mehr verstanden haben darüber, sodass dieses mystische Element einfach verloren gegangen ist. Also eines dieser berühmten Zitate hat Alexa eben gesagt, diese spukhafte Fernwirkung ist ja von Einstein. Genau. Soweit ich weiß, war das genau die Situation, die Ron geschildert hat. Ja. Der war völlig verblüfft von dem und hat dann irgendwas von spukhafter Fernwirkung erzählt. Und das findet sich aber auch heute, 2021, in Esoterikbüchern, die versuchen, Spukphänomene zu erklären. Ja, dazu muss man sagen, Einstein hat diesen Begriff verwendet, weil er eigentlich gegen die Quantentheorie argumentieren wollte. Einstein war eigentlich der Meinung, die Quantentheorie kann nicht ganz stimmen, das ist nicht vollständig, da fehlt noch was, weil sie eben
Dinge zulässt, die er als vollkommen absurd und undenkbar betrachtete. Und deswegen hat er auch diesen Begriff spukhafte Fernwirkung gebraucht, weil er dachte, Leute, das ist verrückt, das kann nicht sein. Ja, dann später hat man es gemessen und hat gesehen, das kann schon sein. Aber war und er dann noch am Leben? Hat er das noch mitbekommen? Die Messungen hat er nicht mitbekommen, nein. Das heißt, er starb in der Vermutung, dass das Quatsch ist. Ja, das glaube ich auch gar nicht mal. Also er hat halt sozusagen, das war so sein Beitrag zu diesem Entwicklungsprozess. Und Einstein hat ja wirklich ganz maßgebliche Beiträge ganz am Anfang der Quantenmechanik geleistet. Also eigentlich fängt die Quantenmechanik an mit Planck und Einstein, also dem Planck'schen Strahlungsgesetz und Einsteins Formulierung des Fotoeffekts. Und dann ging das von da aus weiter. Und als sich das dann weiterentwickelte, sagte irgendwie dann Einstein, naja, aber das, was ihr euch da ausgedacht habt, irgendwie, da muss aber noch was fehlen, weil ihr habt ja diese Fernwirkung da nicht erklärt. So, ob er nicht während seiner Lebzeiten noch gesagt hat, naja gut, okay, es ist halt so, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das ist halt auch wieder so ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat, was sozusagen seinen Gedankengang zu diesem Zeitpunkt beschreibt. Aber das war eben alles ein Prozess, das war alles noch im Entstehen. Ich hörte, naja, aber ja, bitte. Bleiben wir mal bei diesem Zitat. Tommy hat mich ja am Anfang gefragt, ob ich irgendwelche seltsamen Dinge dazu beitragen kann. Das könnte Alexa genauso gut, ja, dieselben Beispiele wie ich parat, aber bleiben wir mal bei dem Regal von Florian im Hintergrund. Wir hatten in den 60er Jahren diesen berühmten Spukfall, über den wir auch mehrfach hier gesprochen haben, Rosenheim. Und wir Skeptiker haben gesagt, das ist eindeutig, war das von dieser Angestellten, also von einer Mitarbeiterin dieser Anwaltskanzlei, war das gefaked. Und dann ist ein Standardargument der Parapsychologen, es hätte in dieser Kanzlei, genauso wie jetzt bei Florian im Bild, einen sehr schweren Schrank gegeben, den dieses Mädchen unmöglich hätte bewegen können. Und dieser Schrank hätte sich aber bewegt. Und das erklären die unter anderem mit dieser spukhaften Fernwirkung und sagen, das Mädchen war mit dem Schrank verschränkt und konnte das praktisch mit Geisteskraft bewegen. War es nicht der mit dem Schrank verschrankt? So, was ist jetzt in zwei Sätzen daran Unsinn? Wieso funktioniert das nicht? Also wenn wir da anfangen, sind wir wahrscheinlich... Ja, trink ganz viel, immer wenn Holm spricht. Also das ist einfach in so vielerlei Hinsicht blödsinnig, dass man es gar nicht, also da ist der Begriff der Verschränkung ist schon falsch interpretiert. Ja. Auch die Überlegung, dass der Schrank sich dadurch bewegen oder dass sie dadurch den Schrank bewegen könnte, wenn sie ihn körperlich so nicht bewegen kann, dass sie ihn dann irgendwie quantenphysikalisch bewegen kann, ist genauso unsinnig. Mhm. Und auch, dass der Schrank plötzlich einen Satz zur Seite macht, das war jetzt das mit dem Thema Tunneleffekt. Ein einzelnes Teilchen kann plötzlich an einem anderen Ort auftauchen. Das kann natürlich mit jedem einzelnen Teilchen dieses Schranks passieren. Mhm. Aber das macht erstens mal jedes einzelne Teilchen dieses Schranks vollkommen zufällig. Also der Tunneleffekt ist nicht steuerbar. Und der Tunnel passiert, und dieses Teilchen ist nicht der Schrank. Also genau, das ist ein Teilchen in diesem Schrank. Damit der ganze Schrank sich an einen anderen Ort verlagert, müsste jedes einzelne Teilchen in diesem Schrank zufällig um genau die gleiche Distanz in genau die gleiche Richtung tunneln. Ah, wenn wir das hinkriegen, könnten wir den Schrank beamen. Ja, aber wir können es ja nicht steuern, es ist ja komplett zufällig. Das heißt, viel wahrscheinlicher. Entschuldigung, es ist meine Begeisterung. Das ist einfach nur meine Begeisterung. Das ist Begeisterung bei dir. Ja, was sich also, Leute begeistern können. Es ist viel, viel wahrscheinlicher, dass dieser Schrank, anstatt dass dieser Schrank ein Stück zur Seite springt, dass er einfach in seine Einzelteile zerfällt, weil die einzelnen Bestandteile in unterschiedliche Richtungen tunneln. Das wäre viel wahrscheinlicher. Das ist ein gutes Argument. Aber das passiert erfahrungsgemäß ja eben auch nicht. Also, richtig, ja. Ah, okay. Das wäre zum Beispiel ein Argument, was man sagen könnte, was man auch, wenn da tatsächlich so ein Effekt hervorgetreten wäre, dann wäre es viel wahrscheinlicher gewesen, dass der Schrank in Einzelteile zerfällt, aber nicht sich einen halben Meter zur Seite bewegt. Und? Aber ich muss nochmal zurück, weil das klingt jetzt ja komplett beliebig. Also so habe ich jetzt verstanden, also einzelne Teilchen beliebig. Ja. Aber was die Quantenphysik auch kann, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das mit allen Teilchen in die gleiche Richtung passiert, ist unmöglich, passiert nicht. Ja. Genau. Und wenn man jetzt aber einzelne Teilchen betrachtet, kann man ja ausrechnen, also ob es jetzt hier oder da ist, man kann ja Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Das heißt, es gibt ein gewisses Maß an Vorhersage, wo sich was befinden könnte. Ja, man kann zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass ein bestimmtes Atom diesen Schrank verlässt und davon fliegt. Das kann passieren. So.
Und dann ist es ja nicht mehr beliebig. Dann ist, also es ist immer noch zufällig, welches Atom es unter Umständen ist. Ja. Aber das eins ist, könnte passieren. Das ist letztlich immer das, was in der Quantenphysik passiert. Du kannst Wahrscheinlichkeiten ausrechnen dafür. Und im Prinzip, mit diesen Wahrscheinlichkeiten ist der Zustand, ist das, was passiert, auch exakt beschrieben. Also mehr als diese Wahrscheinlichkeiten kannst du nicht angeben. Das ist die vollständige Information, die du hast. Und alles andere, was dann passiert, ist tatsächlich innerhalb dieser Wahrscheinlichkeiten Zufall. Könnte es sein, dass man das irgendwann... Dass man irgendwann feststellt, nee, ach, da gibt es ja ein System dahinter, oder ist das so chaotisch, dass du davon ausgehen kannst, das ist... Nee, also es gibt doch, soweit ich weiß, sowas wie Quantenteleportation. Was ist das denn? Das ist was an. Lass uns erstmal gerade bei der Frage bleiben. Okay. Im Rahmen dessen, was wir aus der heutigen Physik wissen, ich dachte, können wir ausschließen, dass es da etwas gibt, was das Ganze sozusagen dahinter steuert. Weil es auch Experimente dazu gibt, die uns... Also sagen wir mal, mit der ziemlich guten Sicherheit die Auskunft geben, das ist tatsächlich zufällig. Es gibt nicht diesen tiefer gelegten Steuerungsparameter, den Einstein vermutet hat. Der sagt, okay, bei dieser Fernwirkung, das muss alles irgendwie vorbestimmt sein und da muss es irgendwo einen zusätzlichen Parameter geben. Und da kann man tatsächlich nach heutigem Wissen sagen, das ist Zufall. Da müsste also schon sehr, sehr viel in der Physik falsch sein. Aber theoretisch kann man natürlich, also wie gesagt, irgendwann wird irgendwas kommen, was... Aber die Frage ist natürlich sehr berechtigt, wenn das alles für uns zufällig ist, kann es sein, dass das vielleicht nur wie ein Zufall aussieht für uns, genau. Weil wir nicht genau genug hingesehen haben, weil wir irgendwas nicht verstanden haben, weil wir etwas nicht messen können. Und das haben sich die Leute natürlich seit Jahrzehnten überlegt und es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, die verborgenen Variablen. Also die Frage ist, gibt es in der Natur verborgene Variablen, zu denen wir keinen Zugriff haben, aber die trotzdem bestimmen, wie ein bestimmtes Quantenexperiment, das für uns zufällig aussieht, jetzt tatsächlich ausgeht. Und wenn wir diese verborgenen Variablen kennen würden, könnten wir es vielleicht ausrechnen und es wäre kein Zufall mehr. Und da kann man in bestimmten Situationen sehr, sehr klug ausgetüftelte Experimente machen und stellt fest, nein, die gibt es nicht. Egal, wie diese verborgenen Variablen wären, egal, welche Art von Information dort gespeichert sein könnte, es würde immer eine bestimmte Gleichung verletzen. Es müsste dann eine bestimmte Gleichung erfüllt sein, die aber verletzt ist, wie man in Experimenten zeigen kann. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, um es hier heute zu erklären. Aber nach all dem, was wir heute wissen über Quantenexperimente, ist es tatsächlich Zufall und gibt es da nichts, was wir übersehen haben. Also, wenn es jemand nachlesen will, Bell'sche Ungleichung. Genau. Also, es könnte sein, dass wir vielleicht den philosophischen Höhepunkt erreicht haben durch das Zitat, was ich hier vorlese, von Bursus I. Auch du, mein Sohn, Bursus I. Und zwar, manchmal habe ich das Gefühl, die Wirklichkeit ist ein kondensierter Zufall. Entschuldigung. Ist das nicht schön? Mhm. Vielleicht auch Quatsch, aber es klingt total schlau. Könnte aber auch an diesem Blaubeer-Honig-Met liegen, den ich gerade konsumiere. Also bei dem Stichwort klingt total schlau, könnte aber Quatsch sein, Alexa. Wie war das mit Herrn Dr. Lukadu und seiner Spukerklärung? Ja, wer ist denn das? Stopp. Das klingt auch total schlau, ist aber wahrscheinlich Quatsch. Wer ist also nicht nur wahrscheinlich. Dr. Lukadu? Also, Walter von Lukadu ist ein Psychologe und Physiker, der sich im Feld der Parapsychologie versucht und auch, er würde sagen, verdient gemacht hat um dieses Forschungsfeld. Würde er sagen. Und der sich wirklich schon seit Jahrzehnten, ne? Sag ich nichts Falsches, seit Jahrzehnten mit Spukphänomenen beschäftigt und auch mit vielen Menschen spricht, die glauben, dass sie Spukopfer geworden sind und dann im Laufe der Zeit so ein ganz eigenes Erklärungsmodell dafür entwickelt hat, dass viele Dinge schon auf natürliche Ursachen zurückführt. Also er sagt, nicht alle Phänomene sind irgendwie übernatürlich, viele Sachen kann man auch erklären. Aber er sagt, dass zum Beispiel Spukphänomene, gerade was so Poltergeistphänomene angeht, die ja nicht, also jetzt bin ich schon tief drin im Schwurbel, die ja nicht ortsgebunden sind, sondern personengebunden. Also
quasi gerade irgendwie junge Menschen, die irgendwie gerade sich in Umbruchphasen befinden und wo dann in ihrer Nähe immer Gegenstände durch die Gegend fliegen und Schranktüren auf- und zuknallen und Messer durch die Gegend fliegen, obwohl keiner sie berührt hat und so, dass das sozusagen externalisierte psychische Vorgänge sind. Das heißt also, die psychische Unruhe und Unausgeglichenheit, die diese Menschen verspüren, sorgt dafür, dass es ganz reale physische Phänomene in unserer Alltagswelt gibt. Und er sagt halt, das funktioniert deswegen, weil diese Menschen mit ihrem Bewusstsein auf Materie einwirken. Und das können sie, weil sie eben mit dieser Außenwelt, mit dieser Alltagswelt oder ihren Bestandteilen verschränkt sind. So, und er sagt zum Beispiel, genau, und er sagt zum Beispiel auch zum Thema Flüche, das hatte ich ja schon angedroht, dass ich da unbedingt drüber sprechen will. Also es gibt ein Zitat von ihm aus einem Buch, wo er sagt, also wenn wir sehen würden, irgendwie jemand sticht in eine Voodoo-Puppe und Person X daneben bekommt Kopfschmerzen, das wäre dann ein reales Phänomen, das wir messen könnten, aber so eine Signalübertragung gibt es nicht. Aber was es gibt, ist, dass Menschen einen Fluch aussprechen und diese Person, also die sind dann mit dieser Person, die verflucht wird, verschränkt und diese Person, die verflucht wird, kann dann an nichts mehr anderes denken als an den Fluch und dann bewahrheitet sich das halt irgendwie. Und der ist, aber Moment, der ist, was ist der wirklich, was hat der studiert? Physik und Psychologie. Psychologie. Okay, ja. Und das hat er so fertig auch gemacht? Ja, hat in beiden Fächern sogar eine Promotion, wobei sich tatsächlich die Frage stellt, so wie Alexa es jetzt geschildert hat, genau, das ist ja auch Weißholm ja besser, hat es in seinem Blog, dass er hat nicht nur dieses Fluchphänomen, sondern allgemein auch sportliche Erfolge, ja. Dass Mannschaften Erfolge haben, dass ein Dressurreiter mit seinem Pferd eine Goldmedaille gewinnt. Das ist bei ihm alles Verschränkung, weil dieser Reiter mit seinem Pferd verschränkt ist. Und so wie Alexa es jetzt geschildert hat, klar, da frage ich mich halt, wieso kommt da nicht der Psychologe in ihm mal raus, wenn ich dabei zusehe, dass jemand in eine Puppe, die mein Gesicht trägt, eine Nadel sticht und ich wäre jetzt vielleicht ein bisschen labiler oder gutgläubiger, als ich es bin, dann würde ich da natürlich erschrecken und an nichts anderes mehr denken. Aber das hat doch zum Teufel nichts mit Verschränkung zu tun. Das ist doch ein ganz normaler sozialpsychologischer Vorgang. Ja, also Lydia hat sich da ja auch mal mit ihm angelegt, weil sie er hat damals der FAZ ein Interview gegeben, in der er irgendwie erklärt hat, der Fußball-Bundestrainer müsste eine Verschränkung zwischen seinen Spielern erzeugen, dann spielen sie besser. Und das habe ich dann also erstmal von der physikalischen Brille auseinandergenommen und kurz darauf hat dann Lydia einen Artikel in dem Skeptiker geschrieben, dass das, was er da beschreibt, eben schlicht und einfach sozialpsychologische Effekte sind. Also das sind einfach Gruppeneffekte, die eben in dieser Mannschaft, wenn die das Gefühl haben, wir sind so alle auf einer Welle, dann spielen die halt besser zusammen. Das ist ja nichts Neues, ja. Und das ist auch nichts, wofür man irgendwie Physik bemühen müsste oder das ist ein ganz altbekannter psychologischer Effekt. Übrigens, viele von diesen, also es gibt ja in Anführungsstrichen reale Poltergeist-Fälle, die sozusagen auch historisch dokumentiert sind, wo es Quellen gibt, also auch Zeitungsartikel, die man da sich durchlesen kann. Und in den meisten dieser Fällen kommt irgendwann raus, dass diese jungen Leute, die da irgendwie im Mittelpunkt dieser Spukphänomene standen, die tatsächlich auch irgendwie herbeigeführt haben, und zwar aktiv herbeigeführt haben. Also nicht durch, sondern mit, so handfest. Ja. Mit Hammer und das hat natürlich auch dann psychische Gründe und das sind wahrscheinlich Fälle, die für einen, sagen wir mal so seriös arbeitenden Psychologen viel interessanter sind als für jemanden, der da parapsychologisch dran geht. Wobei ich sagen muss, dass wäre ich jetzt nicht wissenschaftlich kritisch und würde das irgendwie hinterfragen und würde sowas mal irgendwo ganz unbedarft lesen, ich fände es faszinierend. Also ja, mal auch. Zu sagen, irgendwie Spuk, okay, Spuk ist nicht gleich Spuk und manche Sachen lassen sich auch erklären, aber gerade Poltergeister sind irgendwie so psychische Energie, die sich da irgendwie entlädt und dann knallt die Tür, dann fliegt das Messer und so. Das hat ja was und es gibt ja nicht umsonst Horrorfilme, die sowas aufgreifen.
ohne Ende, weil es irgendwie die Leute fasziniert. Also er spielt da natürlich auch so ein bisschen mit einem spannenden Narrativ. Ich denke, jeder von uns ist doch zur GWOP oder zu den Skeptikern gekommen, weil ihn genau solche Geschichten vor 40 Jahren fasziniert haben. Natürlich, ja. das ist ja toll, aber das nicht ist, genau. Ich war ein Harder-Fanboy. Ja, genau, Harder-Fanboy. Das ist halt ein bisschen das Ding, wo wir uns dann halt mit den Parapsychologen streiten, das, was Alexa ja gesagt hat. Lukadu drückt sich in Interviews, habe ich im Blog auch ein paar verlinkt, immer sehr, sehr, man weiß letztendlich nie, Alexa hat jetzt gesagt, es wird irgendwie beeinflusst. Ja, das ist so eine typische Formulierung. Er lässt letztendlich sehr häufig offen, was er jetzt, geht er wirklich davon aus, dass die dann eine Kraft auslösen und diese Dinge psychisch beeinflussen, oder weiß er genau, dass das Trickser sind und er will sie nicht bloßstellen? Das kommt bei ihm nie so richtig raus. Aber mittlerweile, ich sagte ja am Anfang schon, Holm und ich waren vor einigen Monaten bei einem Online-Vortrag von ihm, wo wir doch dann gemerkt haben, er meint, er sich übel über uns beschwert hat, also über mich insbesondere. Er meint diese Theorie mit der Verschränkung und mit dem allen doch offenbar sehr, sehr viel ernster als wir gedacht haben, oder? Ne? Naja, also ich fand's spannend, dass er dann aber schon immer versucht hat, sich abzusichern, indem er gesagt hat, naja, aber das ist ja schon nicht vorherbestimmt. Also die machen das ja nicht gezielt, sondern das passiert dann eben zufällig. Also er hat sozusagen dann auch wieder diese Zufallskomponente da drin. Aber wo ich immer das Thema habe, ist bei Lukadu, man weiß immer nicht, meint er das wörtlich oder meint er das in einem metaphorischen Sinne? Also benutzt er hier die Physik sozusagen als Steinbruch für Begriffe, die er dann in die Psychologie überträgt, was ja, also dieser metaphorische Gebrauch von Begriffen, der wäre ja, also vielleicht nicht schlau, aber legitim. Ja, also das kann man ja tun, das macht man ja eigentlich dauernd. Ob das jetzt die geeignetsten Begriffe sind, für etwas erklären zu wollen mit einer Metapher, die keiner versteht, ist dann die andere Sache. Und er denkt, dass beim Sport, der Mannschaftssport, sich irgendwelche Quanten zwischen den Menschen verschränken und dann... Nicht die Quanten der Menschen, sondern die Menschen an sich verschränken sich. Also verschränken sich auf Quanten. Die agieren dann wie ein Organismus. Das ist sozusagen was er da meint. Wenn eine Mannschaft, die seit Jahren zusammen trainiert, nicht natürlich wie ein Organismus reagieren würde, das ist doch völlig klar. Mit Quantenphysik überhaupt nichts zu tun. Ich habe übrigens auch schon mal Lukadu getroffen und auch bei mir hat er sich über Holm beschwert. Also auch wenn du mich treffen würdest, würde ich mich wahrscheinlich irgendwann mal über Holm beschweren. Ja, du. Aber gut. Aber wahrscheinlich nicht als erstes. Man sieht ja, glaube ich, genau den Gedankenfehler, der immer wieder gemacht wird. Und das ist das Verwechseln von Analogie und Kausalität. Ja, passiert mir täglich. Analogien gibt es da natürlich. Ja? Und ich kann sagen, okay, wenn ich zwei Atome habe, die miteinander wechselwirken und verschränkt sind, dann kann ich die quantenphysikalisch betrachtet nur gemeinsam ausrechnen und ich kann sie nicht einzeln betrachten, das bringt nichts. Und wenn ich eine Fußballmannschaft habe, dann kann ich die auch nicht einzeln betrachten, weil ich verstehe Fußball nur, wenn ich mir gemeinsam anschaue, wie die interagieren. Ja? Und der Fehlschluss ist eventuell, jetzt zu behaupten, dass beides miteinander logisch, kausal, zwingend in Verbindung steht. Das ist einfach nicht wahr. Und das wird hier immer gemacht. Und dasselbe ist auch mit der Heisenbergschen Unschärferelation zum Beispiel. Ja, die sagt, dass man nicht gleichzeitig den Ort und den Impuls von etwas perfekt messen kann. Und wenn ich... Oh, okay. Ich würde gerne an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich sehr lange nichts gesagt habe. Ein unerträglicher Zustand für mich. Also mein innerer Quantenzustand ist jetzt gerade unerträglich. Nein, ich würde gerne, bevor wir mit der Heisenbergschen Unschärferelation weitermachen, würde ich ganz gerne noch ein paar Sachen zu Lukadu sagen. Mhm. Weil als Psychologe ist er ja quasi ein Kollege von mir. Und ich finde, was sich hier vermischt, ist das Gefühl, dass wir Menschen uns manchmal auch etwas klein fühlen. Das mögen wir nicht. Das heißt... Vielleicht. Naja, wir werden... Du magst es definitiv nicht. So, also wir sind ja im Grunde genommen im Rahmen der Wissenschaft und Forschung immer gekränkt worden. Ja, da stellen wir irgendwann fest, nein, das Universum dreht sich nicht um uns, ja, sondern wir drehen uns um eine Sonne und wir sind auch nicht mehr das Zentrum des Universums, sondern wir sind irgendwo hinten rechts und da gibt es noch ganz viel mehr und irgendwie sind wir immer unwichtiger und je mehr wir uns über die Größe des Universums bewusst geworden sind, ist uns aufgefallen, wie unwichtig wir sind. Ich und nicht, dann, aber mach weiter. Kann ich dir nochmal erklären, fühlst du dich auch schlecht hinterher. So, und dann
Und dann, Psychologe, ja, vielen Dank. Ja, ja, das ist Menschen niedermachen. Aufbauen kann ja jeder, die haben die Praxen. Ich mache mach Sendung. Ja, ich scheiß die auch immer zusammen. Und so, aus dieser Warte heraus haben wir natürlich immer das Bedürfnis, dass wir mehr sein müssen, als wir eigentlich sein können. Und dann haben wir diese Phänomene, Spukphänomene, Telekinese, Telepathie, ja, Dinge, die wir ja gerne können wollen würden. Ja. Und dann gibt es Berichte darüber und dann finden wir die furchtbar spannend. Und dann gibt es Menschen wie Herrn Lukadu, die sich aufmachen und sagen, ich kann euch das sogar erklären, wie das funktioniert. Und dann beginnt er in so einen Gemischtwarenladen von Begrifflichkeiten rumzustöbern, setzt die zusammen. Und das Problem, was man aber jetzt mal unabhängig von Herrn Lukadu hat, weil er kann es ja auch nicht erklären, er kann es euch als Physikern schon nicht sinnhaft erklären, weil das, was er versucht zu übertragen, ist nicht zulässig zu übertragen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Aber genauso funktioniert eben diese ganze, sagen wir mal, humane quantenphysikalische Vorstellung der Welt. Also immer da, wo Menschen mit Quantenphysik irgendwas machen, wird immer ein Modell genommen. Das wird einmal durch den, ich mach's mal ganz einfach, Trichter gedreht. Und dann können Menschen plötzlich per Quantenphysik etwas tun. Das dient immer nur dazu, dass Menschen mehr können, als sie eigentlich können. Können und wollen oder denken zu können. Oder denken zu können, können zu wollen. Und die Theorien dahinter sind aber jeweils schon falsch. Das heißt, es geht hier gar nicht darum, dass die etablierte Physik das vermeiden möchte, dass wir das lernen. Das ist ja häufig auch ein Narrativ, was dann kommt. Also Herr Hümmler möchte ja gar nicht, dass wir uns weiterentwickeln. Ja, wir sollen ja auch da Schlafschafe sein. Stay down where you belong, definitiv. So, wir sollen ja gar nicht unser inneres Potenzial wecken, ja? Also die anderen 90% unseres Gehirns dann auch mal nutzen. Das sollen wir ja alles nicht. Und das sind natürlich alles Bilder und alle diese Bilder sind im Einzelnen widerlegt, aber das kränkt uns halt alles irgendwo auch ein Stück weit. Und deswegen haben wir so eine große Sehnsucht nach diesem Vielleicht Alex, ganz kurz, bevor wir nur auf Herrn von Lukadu rumhacken. Ich wollte ja schon weg von ihm. Ich finde das völlig also legitim. Der hat nicht damit angefangen mit diesem Quantenmumpitz. Kommt aus der Zeit, in der diese ganzen New Age Strömungen so entstanden sind, so 70er, 80er Jahre. Da ist das ziemlich hochgekocht, auch gerade so diese Mind-over-Matter-Geschichte. Also mein Geist kann irgendwie Materie beeinflussen, Wünsche können wahr werden oder ganz konkret werden. Dieser Scheiß kommt daher. Genau, oder Telekinese, Telepathie, überhaupt so Psi-Phänomene. Das ist da so richtig populär geworden. Wir haben wobei man natürlich sagen muss, Luca, du kommst auch aus dieser Zeit. Ja? Also das ist, okay, aber also ist das nicht eher eine Geschichte, die aus den USA dann... Ja, also er hat es nicht erfunden, er ist sozusagen ein Bestandteil dieser Welle und er ist ein Bestandteil dieser Welle, der bis heute aktiv ist und halt einer, der halt wirklich das Problem hat, dass er erstens mal Physiker ist, also es eigentlich wissen müsste und dass er zweitens halt auch immer diese Art hat, Dinge zu erklären, wo er sagt, wo er das sozusagen als Analogie oder wie eine Analogie benutzt, die Begriffe, aber im nächsten Moment anfängt, über Physik zu reden und sodass der Eindruck entsteht, es sei nicht nur eine Analogie, sondern es sei tatsächlich dasselbe. Sagt einmal, woher kommt denn dieses Ding mit den Affen auf den zwei verschiedenen Inseln, die dann plötzlich dasselbe können, obwohl sie sich nie getroffen haben? Ist das auch irgendein Quanten-ESO-Bullshit oder stimmt das? Weiß da jemand was darüber? Weiß jemand was Genaueres? Weiß man schon was Genaueres? Ich kenne den Fall überhaupt nicht, aber es klingt nach etwas, was man über Verschränkung erklären will. Aber lasst uns doch, bevor wir zur Verschränkung kommen, erst noch die Unschärferelation machen. Auf die freue ich mich schon die ganze Zeit. Genau. Ich wollte nur auch mal was gesagt haben. Jetzt kann ich wieder ein bisschen durchhalten. Die Unschärferelation. Ja, vielleicht können wir, es ist jetzt genau eine Stunde rum. Ist es möglich? Das ist erst eine Stunde. Ich weiß es nicht, weil wir kommen ja zur Verschränkung erst mehr. Ist es möglich, an der Stelle schon mal vielleicht einen sehr wichtigen Punkt, was mir wichtig wäre, festzuhalten? All das, was Alexa jetzt geschildert hat, Spuk, Telepathie, was Esoteriker gerne mit Quantenphysik erklären, Holm und Florian, funktioniert nicht, weil diese Quanteneffekte ganz weit weg von unserem Alltagsleben stattfinden. Das funktioniert auf einer mikrokosmischen Ebene, kann man nicht auf den Alltag übertragen. Gehirne bestehen aus Milliarden von diesen Teilchen. Das Regal bei dir im Hintergrund besteht aus Milliarden von diesen Teilchen. Die kann man nicht miteinander verschränken. Das würde maximal mit zwei einzelnen Teilchen gehen. Ja, verschränkt, wenn man es ganz streng nimmt, sind sie schon miteinander verschränkt. Ja? Nur nicht auf eine Weise, die ich berechnen kann oder die ich in irgendeiner Form nutzen kann. Mhm. Aber alles, was irgendwie in Kontakt ist, kann Quantenverschränkungen erzeugen. Ich würde es eher anders erklären. Ich würde sagen,
die Phänomene der Quantenphysik werden eben aus ganz fundamentalen Gründen nur sichtbar, wenn man isolierte Systeme ansieht. Okay. Weil ein Quantensystem, die ganz, ganz starke Tendenz hat, in winzigen Sekundenbruchteilen sich nicht mehr wie ein Quantensystem zu benehmen, wenn ich es mit der Umgebung irgendwie kopple. Ja? Und es gibt so eine logische Reihenfolge der Wissenschaften. Es gibt die Physik und dann gibt es die Chemie und dann kommt die Biologie und die Psychologie und dann kommen die Sozialwissenschaften. Ist Alexander ganz weit hinten. Und es ist einfach ein riesen, riesen Weg zu überschreiten von der Quantenphysik zur Psychologie. Das heißt, wenn es wirklich so wäre, dass irgendwelche Quantenteilchen in meinem Hirn einen Einfluss auf das haben, wie ich denke oder wie ich mich verhalte, dann müsste ich mal erklären, wie ist der Weg dazwischen? Ja? Wie kann der Quantenphysik jetzt der Quanteneffekt jetzt erklären, dass irgendwelche Moleküle in meinem Hirn etwas machen, mit dem sie dann eine Zelle in meinem Hirn beeinflussen und so weiter, bis ich dann an der Stelle bin, wo ich jetzt wirklich über Verhalten reden kann. Und das machen diese Leute aber prinzipiell nie. Also würde das irgendwie einen Sinn ergeben, dann müsste ich diese ganze logische Kette durchführen und nicht einfach nur sagen, ja, da gibt es irgendwie so Dinge, die zusammenhängen und wir Menschen hängen auch zusammen, also ist es quasi das Gleiche. Okay. Es war das die Geschichte vom 100. Affen, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Ja, darum ging es da. Ja, dass ab dem Moment, wo dann ganz viele Affen, also der 100. Affe, dann auch festgestellt hat, dass man Süßkartoffeln waschen kann oder muss oder irgend sowas, macht es dann Klack in allen Affengehirnen. Ja, aber das geht darum, dass Systeme irgendwann kippen, aber nicht. Das klingt nach Rupert Sheldrake jetzt. Ja, ich glaube, es geht in um kollektives Bewusstsein. Morphogenetische morphische Felder. Wobei, also was es schon gibt, womit man das nicht verwechseln sollte, ist ein kollektiver Erinnerungsschatz. Das weiß die Alexa ganz genau. Genau, das und ist ein kulturelles Gedächtnis, wenn man so will. Genau, das sollte man unterscheiden. Ja, genau. Das sollte naja, man, aber das sind ja letztlich Begriffe, die sozusagen gebildet werden für etwas, was in vielen Köpfen eben halt ganz normal abläuft und dadurch passiert, dass eben Leute miteinander reden und sich was schicken und was schreiben und so weiter. Also das ist einfach was mit Überlebensvorteil zu tun. Also wenn es ein Überlebensvorteil für Affen ist, die Süßkartoffel zu waschen, dann werden die Affen besser überleben, die gewaschen haben. Und dann setzen die sich halt in einem sehr langen Zeitraum genetisch besser pflanzen sich fort und dann gibt es mehr von denen und dann hat sich dieses Wissen etabliert. Aber es ist nicht so, dass das bei allen Affen zeitgleich plötzlich passiert, sondern da wird der Fehler. Und, ich glaube auch nicht, dass da mit Quanten argumentiert wurde, aber irgendwie mit so einer übernatürlichartigen Verbindung und so einem Plop-Moment, wo dann plötzlich alle Affengehirne das irgendwie raffen. Darf ich mal ganz kurz, weil der Bernd ja mich schmähen wollte und das ist natürlich völlig Unsinn. Und natürlich wolltest du das, das habe ich doch gespürt. Florian hat doch diese Reihenfolge aufgestellt. Ja, weil Florian ja mit der einfachsten Naturwissenschaft angefangen hat, der Physik, da kann man alles berechnen, bis hin zu der schwierigsten Naturwissenschaft, der Psychologie, wo wir einfach ja den maximal schwierigsten zu untersuchenden Untersuchungsgegenstand, nämlich uns selber haben. Ja, ist interessant. Bei mir wird er immer einfacher mit jedem Becher. Ja, das ist, das kann ich dir übrigens erklären. Aber nein, das, weil das auch ein paar Mal im Chat kam, weil es auch im Vorfeld ein paar Mal auch schon an mich angerichtet wurde, war ja die Frage, was hat denn, und dann können wir gerne nochmal in die genaue Physik reingehen, was hat denn die Quantenphysik mit Prozessen im Gehirn zu tun? Und das ist ja so ein Bereich, wo ich habe da heute mal so ein bisschen rumgegoogelt und entweder habe ich Artikel von Holm gefunden, oder Artikel von Florian oder Interviews mit Holm oder Interviews mit Florian. Also Quantenphysik, Esoterik, Psychologie zu googeln und zu recherchieren. Und das, den Gwupp-Blog natürlich. Den Gwupp-Blog. Da haben wir Bernd, haben die richtigen Leute hier heute. Wo Bernd dann noch die Sachen von Holm und Florian zusammengefasst hat. Genau. Das muss man alles erstmal ausschließen. Auf Seite 83 von Google also, kommt da mal was anderes. Das interessiert eh niemanden. Das liegt am Google-Algorithmus. Wenn Luca du googelt, findet er andere. Luca du nicht. Aber da bin ich natürlich dann auch wieder, und das ist ja auch ein Dauerbrenner-Thema gekommen, Quantenphysik, Bewusstsein, was sind die Auswirkungen auf das Gehirn, was formt sich da? Und da verbirgt sich auch natürlich eine große Kränkung, die wir aktuell mit uns herumtragen. Wir wissen halt nicht, wie das Gehirn funktioniert. Das ist immer noch so. Wir wissen zwar, wie auf der einzelnen Nervenzellenebene die Prozesse funktionieren. Wir wissen also, wie so ein elektrischer Impuls erzeugt wird, der dann so einen Nerv entlang läuft und dann eine andere Zelle anregt. Das können wir wunderbar uns anschauen.
wir wissen auch, wie so ein Nervenimpuls von irgendwo vom Körper, also wenn ich mir jetzt hier am Arm, das sieht man nicht, so, wenn ich mir jetzt hier auf den Arm tippe, dann gehen quasi jetzt zwei Nervenimpulse in mein Gehirn. Einmal von meiner Fingerspitze und einmal von der Stelle, wo ich gedrückt habe. Und das kann man auch messen. Und dann sieht man hier oben, irgendwo so ist so die Haut abgebildet. Da sehen wir dann, irgendwo gibt es so zwei Areale und dann fängt das so ein bisschen an zu leuchten. Und dann sieht man, guck mal, da ist das Nervensignal angekommen. Geht hier durch den Arm, Rückenmark, ins Gehirn rein. Wunderbar. Wir wissen auch, dass der Rücken bei uns ziemlich schlecht abgebildet ist. Deswegen kann man relativ sagen, wo es am Rücken kratzt. Man überschätzt die Entfernung immer, weil das einfach, wir brauchen das nicht. Und gegen Fingerspitze, Gesicht ist sehr genau abgebildet. Das wissen wir alles. Das sind so die klaren Abbildungen. Wo es ganz schwierig wird, sind Gedanken und Bewusstsein gar oder Erinnerungen. Da sind wir noch nicht so wirklich weiter zu verstehen, wo ist das denn geschmeichert. Wir wissen seit so ungefähr 10 Jahren zunehmend, dass es tatsächlich auch elektrische Felder im Gehirn tatsächlich gibt. Das heißt, dass die Impulse nicht nur an den Nervenbahnen entlang wandern, sondern dass sich auch elektrische Felder bilden, die kann man messen, das ist extrem schwierig und aufwendig, das zu tun. Aber wir sehen auch, dass diese elektrischen Felder sich untereinander im Gehirn anregen. Das heißt, ich höre dir zu übrigens, ich habe ein Verlängerungskabel, ich muss nur das Fenster aufmachen. Red weiter. Wir haben also nicht nur sozusagen eine Null- und Einschaltung, weil wir sehr, 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 sehr lange immer davon ausgegangen sind, im Gehirn herrscht im Wesentlichen eine Null- und Eins-Verschaltung. Wir müssen einfach nur genug Null- und Eins-Verschaltungen hinbekommen, dann können wir ein Bewusstsein abbilden. Jetzt wissen wir, es gibt auch eine Erregung über elektrische Felder, die aber im Moment völlig unklar ist, wie stark sie ist, wie stark es gewisse Prozesse beeinflusst. Das heißt, wir sind aber noch auf einem Niveau bei der Untersuchung, wo wir mit ganz normalen, nicht quantentheoretischen Dingen uns das Gehirn anschauen. Und vermutlich wird es sein, wenn wir es dann irgendwann verstehen, dass wir gar nicht in die Quantenphysik absteigen müssen, sondern dass wir sozusagen im Rahmen der normalen Physik, und dann kommen so Dinge hinzu, dass die Gehirnflüssigkeit wie Salzwasser wirkt. Das heißt also auch die Flüssigkeit leitet Ströme im Gehirn. Und all diese Dinge, das versuchen wir zu verstehen. Aber wir sind da weit weg von irgendwas Quantenphysikalischem, sondern wir sind noch so im Rahmen der in Anführungsstrichen normalen Physik und haben trotzdem das Gehirn noch nicht verstanden. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sich philosophische Gedanken machen, die sich auf Symposien treffen und dann auch wieder beginnen mit solchen Analogien, darüber zu philosophieren, ob das Gehirn denn sowas wie ein Quantencomputer ist, den wir ja noch gar nicht wirklich gebaut haben, der auch ein theoretisches Modell ist, wo es gewisse Vorstellungen davon gibt, wie das funktioniert. Vielleicht auch ein bisschen konkreter schon, das weißt du vielleicht besser, Holm, aber das sind wir noch gar nicht an dem Punkt, dass wir annehmen müssten, das Gehirn würde so funktionieren, weil wir noch gar nicht genau wissen, wie die grundlegenden Prozesse im Gehirn funktionieren. Und dann, um das auch noch einmal gesagt und abgeschlossen zu haben, weil ich selber angerissen habe von dieses 10%, wir nutzen tatsächlich 100% unseres Gehirns. Also nur, dass das jetzt nicht falsch ankommt. Wir benutzen das halt nur nicht ständig die ganze Zeit auf einmal. Wir wissen aber sehr genau, jeder Bereich im Kopf hat eine Aufgabe im Gehirn und macht das, was seine Aufgabe ist. Das Gehirn ist äußerst flexibel darin, wenn es beschädigt ist, dass andere areale Aufgaben übernehmen können. Großes Glück. Nach Schlaganfällen zum Beispiel, wo Gehirnbereiche geschädigt sind, können wir, wenn es gut funktioniert, Dinge umlagern und Menschen können weiter. Ich kenne eine Person, die tatsächlich nachgewiesenerweise nur ein halbes Gehirn funktionsfähig hat, der komplett ganz normal lebt, wie jeder andere Mensch auch. Der nutzt aber auch 100% von dem Ding. Also der nutzt dann nicht 100%. Genau. Ne? Also das ist auch ganz wichtig. Es wäre auch, wir hätten auch ein echtes Problem, wenn wir das komplette Gehirn gleichzeitig auf Volllast 100% laufen lassen würden. Das würde verdammt viel Abwärme produzieren. Genau, das kommt noch hinzu. Würde unglaublich viel Energie auch verbrauchen. Also das würde kalorisch auch ganz anders aussehen. Und tatsächlich, wir haben Situationen, wo sehr viele Bereiche im Gehirn aktiviert sind. Ich will das gar nicht ins Spaßhafte ziehen, weil ich es im Chat so einmal als Spaß gelesen habe, aber bei epileptischen Anfällen sehen wir, wie das Gehirn plötzlich eine Übererregung erfährt, wo sehr viele Bereiche im Gehirn anfangen zu feuern, wo elektrische Ströme entstehen und dann ist es aber eher so, dass man so einen Krampfanfall hat. Also das will man ja auch gar nicht haben, dass unkontrolliert das Gehirn genutzt wird. Also nur nochmal um diesen Bereich der Quantenphysik und Gehirn, das hat erstmal gar nichts miteinander zu tun und wir werden noch viele, viele, viele Dekaden von Forschung vor uns haben, bis wir mal eine grobe Vorstellung davon haben, wie wir das Bewusstsein erklären können oder genau wissen, wie eine Erinnerung gespeichert wurde. Aber das würde doch eigentlich bedeuten, was du jetzt sagst, dass es erst dann Sinn machen würde,
in Bezug auf das Gehirn von Quantenphysik zu sprechen, wenn wir ein perfektes, klassisches Bild vom Gehirn hätten und sehen würden, das reicht nicht. Damit können wir es irgendwie nicht beschreiben, sondern wir müssen noch eine Stufe tiefer gehen. Und was du jetzt sagst, ist eigentlich, dass der Fehler ist, dass man schon so ganz auf der untersten Ebene quantenphysikalisch tief schürft, obwohl es darüber ja noch so ganz riesengroß viel Erklärungspotenzial gibt, das noch gar nicht erschöpft ist. Ja, dabei ist mit Quantenphysik halt viel einfacher, weil man da so wenig drüber weiß, dass man es einfach behaupten kann. Genau. Ja, ja, wobei also als Spekulation existiert sowas ja tatsächlich, also sagen wir auch von seriösen Leuten. Das ist aber halt tatsächlich eine Spekulation und in der Form, wie es veröffentlicht worden ist, kann es auch nicht so funktionieren. Das Problem ist, dass das mit Roger Penrose halt jemand veröffentlicht hat, der sehr, sehr hohe wissenschaftliche Weihen erfahren hat. Der halt seine Vorstellung davon, wie ein Gehirn funktionieren könnte, aber auch schon vor, weiß nicht, 20 Jahren oder sowas, zusammen mit einem Herrn Hameroff zusammen sich überlegt hat, okay, könnte es sein, dass das Gehirn ein Quantencomputer ist und dass man dadurch so gewisse Phänomene, die wir halt sehen, dass Prozesse eben im Gehirn doch nicht so genau an einer Stelle lokalisiert sind, sondern dass unterschiedliche Gehirnareale da gleichzeitig was machen, könnte das mit Quanteneffekten zu tun haben. Was als Spekulation mal erstmal legitim ist, wenn man dann mal überlegt, okay, erstens mal ist es notwendig, nein, das ist nicht notwendig, weil im Gehirn trivialerweise alles mit allem verbunden ist, nämlich über Nervenzellen. Und auf der anderen Seite, die Quanteneffekte, die man dafür bräuchte, die sozusagen quer durchs Gehirn laufen, da müsste man Verbindungen quer durchs Gehirn haben, die komplett von der Außenwelt abgeschnitten sind. Und das ist einfach vollkommen unrealistisch. Also es gibt Hinweise darauf, dass wir auch Quanteneffekte im menschlichen oder in biologischen Systemen, auch im menschlichen Körper haben, die an bestimmten Stellen auftreten, aber halt ganz, ganz kurzzeitig und auch dann innerhalb einer Zelle, in der Regel innerhalb eines größeren Moleküls, dass da irgendwo mal ein Quanteneffekt kurzzeitig auftritt und der ist dann wieder vorbei. Also es gibt Überlegungen, das könnte beim Riechen eine Rolle spielen, das könnte im Auge eine Rolle spielen, aber das sind so... Ja, das ist alles noch so nicht so richtig klar. Ich glaube, es gibt da schon ganz gute Hinweise bei Tieren, ne? Also Vögel und auch manche Insekten. Der Magnetsinn von Vögeln, da gibt es ein sehr, sehr gutes Modell dafür, das mit einem quantenphysikalischen Effekt beschreibt, ja. Aber das ist jetzt auch nichts Geheimnisvolles. Dann gibt es halt irgendwelche Zellen beim Vogel oder bei irgendeinem Insekt oder wo auch immer, die quantenphysikalische Effekte nutzen. Das ist nicht geheimnisvoll und auch nicht besonders überraschend. Das ist ein Effekt, der wirklich innerhalb von einem Molekül passiert. Also es ist wirklich ganz lokalisiert. Es ist nicht irgendwas, was quer durchs Gehirn durchläuft. Oder das ist eine in einer Zelle auf der Netzhaut ist es ein Molekül, das diesen Kippzustand halt hat. Und das da kommt jetzt ein Quantenzustand rein. Aber das ist eben nichts, was sich ausdehnen kann. Müssen wir denn, also ihr habt jetzt schon mehrfach irgendwie von der Heisenbergschen Unschärfe-Theorie, heißt die so? Relation, wusste ich, gesprochen. Die ist bestimmt arg wichtig, wenn ihr sie so oft gesagt habt, oder? Die muss unbedingt da noch dazu. Wer kann die denn gut zusammenfassen? Florian. Du willst nur nicht, dass ich betrunken bin. Es ist ganz einfach eigentlich. Die Quantentheorie sagt, es kann passieren, dass es zwei verschiedene physikalische Größen gibt, die ich nicht gleichzeitig präzise messen kann. Und das klassische Beispiel ist, der Aufenthaltsort und die Geschwindigkeit eines Teilchens ist nicht gleichzeitig perfekt messbar. Ich muss mich sozusagen entscheiden. Wenn ich das eine sehr gut messen möchte, dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich das andere nur sehr ungenau messen kann und umgekehrt. Das ist halt so ein Trade-off. Das hat jetzt auch wieder nicht unbedingt was mit der Messung selbst zu tun, sondern auch hier gilt wieder, die Natur weiß es selbst nicht. Es ist einfach nicht beides präzise festgelegt. Das ist von sich aus unscharf. Ne? Okay. Und jetzt gibt es auch wieder so Quantenschwurbler, die das aufgreifen und sagen, na gut, das ist halt dann vielleicht im menschlichen Leben auch so und ich kann zum Beispiel ich kann, wenn ich eine Geschichte erzähle, sie entweder ganz präzise oder
verständlich erklären, aber nicht beides gleichzeitig. Und das ist vielleicht auch so eine unschärfe Relation. Das ist natürlich Unsinn, ja, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist nicht jeder Trade-off, den es gibt im Leben. Immer wenn ich mich entscheiden muss, lege ich jetzt Wert auf das eine oder auf das andere, hat nicht mit Quantenphysik zu tun. Das kommt zwar hier und dort vor, aber hat nichts miteinander gemein an sich. Also diese Größen, die man nicht gleichzeitig genau messen kann, nennt man komplementäre Größen in der Physik. Und damit sind wir jetzt bei den nächsten Schwurblern, nämlich, und da ist wieder Luca Du dabei, aber auch zum Beispiel Harald Warlach und allerdings auch mit Hartmann Römer, ein durchaus respektierter theoretischer Physiker, die sich eine schwache Quantentheorie zusammengebastelt haben, also etwas, was klingt wie eine Quantentheorie, was aber keine Quantentheorie ist. Es ist weder eine Theorie, noch hat es was mit Quanten zu tun. Da wird aber schwach ist es schon. Schwach ist es, ja, das stimmt. da wird auch davon ausgegangen, dass es komplementäre Größen gibt, die man halt nicht, die halt dann aber in einem besonderen Verhältnis zueinander stehen. Und diese komplementären Größen, die sind dann irgendwas wie Wirkung eines Arzneimittels und die Gabe des Arzneimittels oder irgendwie sowas. Also das und da kommt dann dadurch erklären die dann halt, dass beispielsweise ein homöopathischer Wirkstoff irgendwie wirkt, obwohl er im Mittel dann gar nicht drin ist. Also die kommen sozusagen, wenn man irgendwo was als komplementäre Größen definieren kann, dann sagen die, dann muss es eben auch einen Zusammenhang, einen nicht lokalen Zusammenhang geben. Und damit wären wir jetzt bei dem letzten Begriff, den wir, denke ich, klären sollten, nämlich der Verschränkung. Ja. Ich möchte vorher vielleicht noch ganz kurz etwas sagen zu der schwachen Quantentheorie, die du gerade vorgestellt hast, weil ich das einfach wunderschön fand, wenn man diese Paper liest, diese drei Leute, die du genannt hast, veröffentlicht haben. Das sind durchaus lange Paper, die haben, weiß nicht, so 20 Seiten oder so. Und das ist für Außenstehende auf den ersten Blick unglaublich wissenschaftlich. Das sieht aus wie ein richtiges Physikpaper. Da kommen Formeln vor und alles, wie man es kennt, eigentlich aus der Physik. Also was die Leute machen ist, die präsentieren zunächst mal auf 12 Seiten richtige Quantenphysik mit allen schönen Formeln, wie man sie kennt und allen Pipapo, was so dazugehört. Und das ist alles richtig. Das ist... Das ist ja gemein. Ist nichts dumm, ja. Und dann kommt irgendwann im Paper der Punkt, wo dann steht, ja, und deswegen funktioniert ja auch Gedankenübertragung oder Homöopathie oder so. Ja? Wo wird also, das veröffentlicht? Sowas? In so Zeitschriften wie Grenzgebiete der Biologie oder sowas. Also in der Regel nicht wirklich in nicht in Nature, aber also es gibt so Zeitschriften, die ganz bewusst sagen, bei uns tauchen spekulative Artikel auf. Da steht dann auch in den Peer-Review-Richtlinien drin, es soll nicht danach gehen, ob das stimmt, sondern ob das sozusagen originelle Denkanstöße sind, wo mal was rauskommen könnte. Okay. So. Aber da hat man das jetzt veröffentlicht und da ist es jetzt einmal durchgedreht und das, ich glaube, es gibt sogar eine Veröffentlichung, die in so einem Frontiers of Physics oder irgendwie sowas, also in so einem Paper, was also für spekulative Ideen in der Physik gedacht ist. So, und dann geht man damit zu einem anderen Journal, das also beispielsweise in der Biologie irgendwo ist oder über Homöopathie ist. Und dann sagt man ja, okay, also die Physik, das haben wir ja alles schon mal in dem Paper da veröffentlicht und das ist ja eine Zeitschrift für Physik. Das ist von Physikern schon abgenickt und das zitieren wir jetzt einfach und deswegen funktioniert jetzt die Homöopathie. Also das, so wird sozusagen von einem... Aber es ist wirklich schwer zu sehen, weil eben keine Rechenfehler drin sind in diesem Paper. Richtig, der Hartmann Römer, der macht schon gute theoretische Physik. Das Problem da ist, also die Gleichungen, die da stehen, die sehen aus wie die Gleichungen aus der Quantenmechanik. Da sind so ein paar von den Annahmen sind weggelassen. Also es ist tatsächlich, es ist sogar einfacher als richtige Quantenmechanik. Ein bisschen. Es sieht aber immer noch wahnsinnig kompliziert aus. Und das Problem ist, ich kann natürlich immer irgendeine Theorie stricken, dass die Theorie einen Wert hat, sehe ich ja erst in dem Moment, wo ich erkennen kann, dass die Theorie einen richtigen Bezug zur Realität liefert, dass ich aus dieser Theorie irgendwelche Rückschlüsse auf die Realität ziehen kann. Und das muss ich beweisen. Und das beweisen die aber nicht, sondern das behaupten die einfach. Du meinst, weil sie uns vorher schwindlig gerechnet haben? Ja, genau. Aber die Rechnungen haben einfach nichts mit dem zu tun, was sie dann am Ende sagen oder behaupten, erklärt zu haben. Die Verbindung fehlt einfach.
Und war es nicht so bei Star Trek, weil wir noch auf die Heisenbergsche Unschärfe-Relation zurückgekommen sind, dass die sich lange im Vorfeld bei der Next Generation Gedanken darüber gemacht haben, wie das alles funktionieren kann mit dem Antrieb. Und dann sind sie an den Punkt gekommen, dass die Heisenbergsche Unschärferelation das nicht erlaubt, was sie in der Serie machen wollen. Heisenberg-Kompensator oder sowas. So, und dann hat irgendwer gesagt, ja, dann haben die den Heisenberg-Kompensator einfach in den nächsten 300 Jahren erfunden. Der macht das weg. Und dann waren alle glücklich und haben das reingeschrieben. Und im Technical Manual gibt es jetzt den Heisenberg-Kompensator, der genau den Effekt, den du gerade beschrieben hast, einfach ausgleicht. Den haben wir noch nicht, aber dann geht das alles. Das fand ich sehr schön bei Star Trek, in der Physik von Star Trek. Wie die Internal Dampers. Genau. Damit die Kamera nicht so oft wackelt. Genau. Ja. Leute, oh, ich bin so froh, dass wir diese Sendung jetzt endlich mal machen oder vielleicht fast sogar schon gemacht haben und sie dann vielleicht nie wieder brauchen. Na, ich wäre für einen Teil 2, wo Holm uns mal so ein Paper durchrechnet. Ich fände das sehr schön, dass wir dann... Nee, so ein Papers durchrechnen ist Florian da. Ich bin Detektor-Bastler. Ich kann euch nur sagen, dass man das nicht messen kann. Aber Holm könnte doch noch was anderes machen. Tommy, du warst ja auch bei der... Du wolltest Bernd dabei haben, Tommy. Nein, muss dabei sein. Du bist jetzt... Der Bernd hat es ganz toll gemacht. Der hat die Hälfte von dem gemacht, was ich eigentlich hätte machen müssen, aber nicht verstanden habe. Erzähl was. Du warst ja auch bei der Konferenz in Berlin, bei der SCAPCON 2017 dabei. Selbstverständlich. Ich erinnere mich an jedes Wort. Gespielt. Und da hatte Holm ja auch seinen legendären Auftritt als Quantenheiler so zwischen... Ah, stimmt. Das war schön. Ja. Genau, und ich war jetzt ja leider kurz draußen, aber ihr habt offenbar schon über Homöopathie gesprochen. Aber Holm, könnt ihr mal erzählen, was Quantenheilung ist und wieso das nur genau 2,0 Minuten gedauert hat? Darf ich erst noch, sollten wir vielleicht erst die Verschränkung machen, weil das ist sozusagen genau. das, wie die Quantenheilung funktionieren soll. Und dann natürlich. Sieht man auch relativ, ja. Also, Verschränkung ist, stellt euch folgenden Prozess vor. Wir haben irgendwo wird Energie frei und es entstehen zwei Teilchen. Oder wir haben überhaupt einen Prozess, wo zwei Teilchen neu entstehen. Verschränkt. Und die Teilchen sind, wenn die jetzt auseinanderfliegen, dann, und wir betrachten das aus der Sicht der klassischen Physik, dann sind das eben zwei Teilchen. Das eine hat irgendwie nichts mehr mit dem anderen zu tun. Aus der Sicht der Quantenmechanik bilden diese zwei Teilchen, die in einem Prozess entstanden sind, noch so lange ein gemeinsames Objekt, einen Quantenzustand, bis eins von diesen Teilchen irgendwo anders anstößt. Also bis eins von diesen Teilchen irgendwo mit der Außenwelt reagiert. Und so lange hängen die halt irgendwie zusammen. Und jetzt kommt es darauf an, was sind das für Teilchen? Hm. Wenn das irgendwelche Materieteilchen sind, Elektron und Positron oder Quark und Antiquark oder sowas, dann ist die Entfernung, bis die unter normalen, also wenn es nicht in einem Hochvakuumlabor ist, bis die irgendwo dran stoßen und irgendwas machen, ist im Mikrometerbereich. Also die kommen einfach am nächsten Atom an und dann ist diese Verschränkung vorbei. Dann sind die nicht mehr ein Quantenzustand, sondern da hängt das eine irgendwie ist an dem Atom gestreut und dann haben wir halt, das ist im Prinzip wieder das, was wir vorher als eine Messung bezeichnet haben, der Kontakt mit der Außenwelt. Ich versuche mal zu erklären, wenn ich mir einen Schuhkarton kaufe mit zwei neuen Schuhen drin und ich fange noch in der Packung an, den einen zu polieren, dann würde in der Quantenphysik würde der andere, der direkt daneben liegt und gleichzeitig erzeugt worden ist, automatisch auch sauber werden. Aber wenn ich es aus der Packung rausnehme und sie kommen mit der Außenwelt in Kontakt, dann würde das sofort zusammenbrechen. Es ist, glaube ich, ein verbreitetes Missverständnis, dass immer alle glauben, Verschränkung heißt, dass wenn ich mit dem einen Teilchen etwas mache, dass dann mit dem anderen auch etwas passiert. Genau, ja. Und das ist eben genau nicht der Fall. Also ich kann nicht ein Quantentelefon bauen, wo ich mit dem einen Teilchen das eine Teilchen irgendwie rumdrehe und dann dreht sich das andere auch oder so. Das ist unmöglich. Ne? Schade. Was ich nur machen kann, wir haben ja vorhin gesprochen, dass eine Messung den Zustand fixiert von einem Teilchen. Und der Punkt ist jetzt, wenn die beiden, wie Holm erklärt hat, gemeinsam ein Quantenobjekt bilden, auch wenn die beiden Teilchen weit voneinander entfernt sein mögen, dann kann ich sozusagen das gesamte Quantenobjekt messen, auch wenn ich die Messung nur an einem der beiden Teilchen durchführe. Obwohl die sehr weit auseinander voneinander entfernt sind. Stellen wir uns vor, diese beiden Teilchen haben die Eigenschaft, dass das eine sich im Uhrzeigersinn dreht und das andere gegen den Uhrzeigersinn. Und ich weiß, am Anfang gab es keine Rotation, das heißt, wenn sich das eine im Uhrzeigersinn dreht, dann muss sich das andere entgegendrehen oder umgekehrt. Ich weiß aber nicht, welches sich in welche Richtung dreht. Und quantenphysikalisch kann es jetzt sogar sein, dass beide Teilchen beide Drehungsrichtungen gleichzeitig annehmen. Was?
Das haben wir vorhin gesagt. Überlagerungseffekt. Quantum-Physik erlaubt Überlagerungen. Das heißt, beide Teilchen sind beides. Ja. Aber ich weiß, wenn ich das eine messe, ja, lege ich damit seinen Zustand fest und gleichzeitig auch den Zustand des anderen Teilchens. Ja. Egal, wo es ist. Okay. Florian? Ja? Warum? Weil das mathematisch so rauskommt. Warum machen die dann in dem Moment der Messung das Gleiche, obwohl sie voneinander entfernt sind? Warum? Weil es ein Quantenobjekt ist. Warum getrennt betrachten Warum kann. Sind die ein Quantenobjekt? Warum? Tommy, das Problem ist nicht, dass du es nicht verstehst. Das Problem ist, dass du es nicht akzeptieren willst. Weil der liebe Gott das so eingerichtet hat. weil es so ist. Okay. Weil die Natur so ist. Wie beim Bund, ja, wegen ist nicht. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Labor stehe und das eine Teilchen... Das ist nicht was, Entschuldigung, ich verstehe sehr gut, was du meinst, Holm. Ich verstehe es und ich finde es richtig, dass du es so sagst, aber es nervt mich ungemein, dass es so ist. Also ja, Florian hat vorhin den Begriff, das ist so vorgeschrieben, aber so ist es ja nicht. Es ist nicht so vorgeschrieben. Wir haben gefunden, dass es so ist. Wir haben festgestellt, die Natur ist so. Aber das ist doch auch noch ein wichtiges Argument zu dem, was wir eben gesagt haben, warum diese Spuk- oder Telekinese oder sonst was Verschränkung nicht funktionieren kann. Ihr sagt praktisch, wenn ich das richtig verstehe, das funktioniert nur mit Teilchen, die in einem gemeinsamen Prozess erzeugt worden sind. Nicht mit Teilchen, die zufällig sich im Regal und in meinem Gehirn befinden. Und solange, wie sie nicht mit der Außenwelt reagiert haben. Das Regal reagiert ja ständig, also Baum. Miss Sauerkraut schrieb gerade, das muss ich kurz zitieren, ich verstehe immer mal wieder einen Satz, kaum einen wirklichen Zusammenhang, ich werde mir nicht wirklich was merken, ich höre trotzdem gespannt zu. Ja, aber auch da, es ist, das Problem ist, glaube ich, bei vielen, vielen Leuten, und das ist das Feedback, was ich immer dazu bekomme, das Problem ist nicht, dass sie es nicht verstehen, das Problem ist, dass sie es nicht wissen, dass sie es nicht akzeptieren. Und man kann es nicht anders, da ist etwas, was das kann man nicht erklären, das ist einfach so. Das kann doch jetzt der Homöopathen-Dulli auch sagen, dass er sagt, ja, das kann ich nicht erklären, aber es ist so. Natürlich, wenn er das messen kann und kann es beweisen kann, dann ist es ja auch okay. Ja, verstehe. Das heißt, die Physik hat jetzt seit 100 Jahren, wenn es in 20er Jahren losgegangen ist, versucht oder hat es immer wieder überprüft und hat seit, sagen wir mal, 100 Jahren festgestellt, das ist so und es ist immer wieder so. Egal, was wir machen, es ist so. Die Quantenmechanik ist ja nicht toll, weil sie wahnsinnig kompliziert ist und weil es schlaue Leute sind, die sich ausgedacht haben. Sie ist toll, weil sie die Natur richtig beschreibt. Und weil wir immer wieder nachgeguckt haben, stimmt das? Und wir finden immer wieder, ja, das stimmt. Es ist einfach so. Also, naja, okay, jetzt kommt der Homöopath. Gut, also im Prinzip, es war ja auch bei Twitter im Vorfeld der Sendung heute Nachmittag, hat ja auch jemand gesagt, da gab es offenbar tatsächlich jemand eine Vorlesung an der Uni erlebt, wo ein Professor ernsthaft versucht hat zu sagen, ja, wenn wir die Quantenphysik verstehen, dann verstehen wir auch, wie Homöopathie funktioniert. Erster Einwand ist, Homöopathie funktioniert nicht. Wir brauchen nicht nach einem Wirkmechanismus zu Guter suchen, Hinweis. Weil es keine Wirkung gibt. Man kann nachweisen, dass sie eben nicht funktioniert. Deshalb brauchen wir nicht zu fragen, wie sie funktioniert. Aber auch diese Behauptung, wir können die Homöopathie mit Verschränkung und mit Quantenphysik erklären, ist trotzdem auch Unsinn. Als Außenwelt ist. Ja. Also nochmal. Also es wird dann immer wieder gesagt, es gibt ja Verschränkungen über große Distanzen. Es gibt die in genau einem Fall, wenn wir nämlich von Licht reden. Mhm. Wenn das zwei Lichtteilchen sind, zwei Photonen sind, die da produziert worden sind, Photonen können durch Luft durchfliegen, ohne mit der Luft zu wechselwirken. Das wissen wir. Also ja, deswegen können wir hochgucken und wir sehen die Sterne. Und weil das Licht von den Sternen, Photonen von den Sternen unbeeinflusst bis zu uns kommen können, kann eben auch eine Verschränkung sehr, sehr lange bestehen, eben so lange, bis eins von diesen beiden Photonen mit irgendwas anderem wechselwirkt. Deswegen kann man diesen Verschränkungseffekt eben beispielsweise auch von einem Satelliten aus zu zwei Punkten auf der Erde machen oder sowas. Da zwei miteinander verschränkte Photonen hinbringen. Und das hat interessante Anwendungen, da kann das vor allen Dingen für die Verschlüsselungstechnik, weil man dann relativ schnell merkt, wenn jemand versucht, diese Verschlüsselung abzufangen. Aber darüber hinaus ist das jetzt auch nichts großartig Geheimnisvolles, weil letztlich das immer so ist, dass sozusagen diese Paare müssen dann auf dem Satelliten erzeugt werden und werden dann an zwei Stellen auf die Erde runtergeschickt.
Und ich kriege an beiden Stellen immer nur das, was der Satellit oben erzeugt hat. Es ist nichts wahnsinnig Geheimnisvolles. Ich weiß so, halt nur, das hängt halt miteinander zusammen und ja. Okay, aber jetzt erzähl doch mal, was diese Quantenheiler behaupten. Naja, was die Quantenheiler behaupten ist und was ganz, ganz viele Esoteriker behaupten ist, das ist eben so eine Verschränkung. Luca, du behauptet das ja auch zwischen Fußballspielern, dass es das eben zwischen Menschen gibt. In dem Fall beispielsweise zwischen Heiler und Patient. Und ich hatte ja im Vorfeld schon so ein bisschen angekündigt, eigentlich müsste ich jetzt mal entweder Alexa oder Alexander heilen. Es muss einer von euch sein, weil ich brauche ein Medium dafür. Ich bin noch nicht so weit aufgestiegen, dass ich das wirklich komplett über Zoom heilen kann. Heil doch mal den Alexander mit Alexa als Medium. Ja, okay. Also Alexander, das erste Mal ist, du musst nicht mir sagen oder unseren Zuschauern sagen, von was du geheilt werden willst. Das ist weil die Informationsübertragung erfolgt ja über die Verschränkung. Eine Anamnese ist nicht erforderlich. Du musst dir nur selber verdeutlichen, von was du geheilt werden möchtest und dir vorstellen, wie das wäre, wenn du geheilt wärst. So. Jetzt verschränke ich mich noch mit Alexa und ich stelle mir jetzt vor, dass Alexander geheilt ist und Alexa muss sich jetzt vorstellen, dass Alexander geheilt ist und jetzt muss, damit die Verschränkung zustande kommt, muss jetzt Alexa Alexander an zwei Punkten berühren. Egal welche Punkte, du kannst auch komplett angezogen bleiben dabei. Genau, ja, das ist die Zwei-Punkt-Methode und Dankeschön. Ja, du kannst ihn wieder loslassen. Alexander, ich hoffe, du fühlst dich schon besser, weil das ist jetzt natürlich nur die erste Session, ist kostenlos, also jede weitere Behandlung, da muss ich dann leider Geld dafür nehmen. Also ja, das ist Quantenheilung. Sendung läuft immer noch. Das ist Quantenheilung nach der Zwei-Punkt-Methode. Übrigens funktioniert die genauso wie Homöopathie. Ich muss es mal gerade sagen. Also nämlich im Wesentlichen, wenn du dich nur quantenheilen lässt, machst du nichts, was die Sache schlimmer macht. Das hatten wir bei Irrwege der Medizin schon mal. Und zum Zweiten haben wir eine Wirkerwartung. Und dann ist es vollkommen egal, was du nicht Wirksames zu dir nimmst. Ja. Hauptsache, du hast eine Wirkerwartung. Und die allermeisten Erkrankungen gehen auch irgendwann wieder vorbei. Das ist nun mal so. Sag mal, entschuldige. Durch dieses Formalisierte machst du eine Suggestion. Das ist im Wesentlichen das, was du... Die Zwei-Punkt-Methode? Ja. Ja. Das heißt, ich finde einfach nur einen Namen für irgendeinen total banalen Superscheißdreck und dann ist das eine Zwei-Punkt-Methode. Ja, damit es nicht Handauflegen nennen musst. Ja, genau. Das ist ja verpönt. Aber das hast du, Tommy, doch eben schon mal viel besser formuliert. Du hast doch gesagt, diese Typen Esoteriker, Quantenmediziner benutzen den Begriff Quanten, weil keiner weiß, was es bedeutet. Ja. So, und dann habe ich die zwei Punkte halt wegen der Quantenverschränkung, weil ich muss ja was verschränken. Genau. Was ist denn mit den Nazis? Gibt es denn bei Quanten noch irgendwie Nazis? Ja, wenn du, Reichsflugscheiben mit Quantenphysik vielleicht oder irgendwas? Nein? Da gibt es natürlich solche Erklärungen. Im Wesentlichen hast du natürlich die ganzen rechtsesoterischen Medien und Online-Kanäle, diese alternativen Medien, die im Wesentlichen Nazi-Propaganda darüber finanzieren, dass sie so ein Zeug verhökern. Ja. Ah. Also ein klassischer Fall war zum Beispiel, den habe ich immer sehr, sehr gerne zitiert, Walter Turner mit seinem Auftritt bei Querdenken TV, der dann also sich auf den Beobachtereffekt berief und meinte, ja, die Quanten würden sich ja anders verhalten, wenn man hinguckt, als wenn man wegguckt. Das ist dann der falsch verstandene Beobachtereffekt. Und daran könnte man erkennen, dass die Quanten ein Bewusstsein hätten. Ja. Den hatten wir schon in der Gadgets-Folge Schwoblotron mit Orgonit. Der hat dann diesen Disconder verkauft, den man sich um den Bauch binden konnte. Okay. Und dafür hat der funktioniert halt mit Quantenphysik, nämlich mit Verschränkung. Hm. Und dafür hat er dann Werbung gemacht bei Querdenken TV, bei dem Reichsbürger und Rudolf Hess-Verehrer Michael Vogt. Aber eine Frage ist mir dann noch offen, Holm, weil du das gerade erwähnt hast. Ich hatte es eben schon mal angerissen. Florian Holm, wie gesagt, bei Florian Wiener, Kollege Capra, Holm Dürr, kennst du ja alles. Die haben das doch auch studiert, genau wie ihr. Wieso glauben die das und ihr nicht? Und ihr nicht, ja. Wieso seid ihr nicht bekloppt? Auf diese Art jetzt, meine ich.
Also ich kann es, glaube ich, für Dürr so ein bisschen sagen. Ich meine, der lebt ja nicht mehr. Ich sag mal, mit Capra habe ich mich tatsächlich nie beschäftigt. Mit Dürr musste ich mich ein bisschen beschäftigen, weil der Direktor am Max-Planck-Institut für Physik noch war, als ich angefangen habe, da zu promovieren. Also ich habe ihn da nie persönlich kennengelernt, aber es ist sozusagen er ist unangenehm nah irgendwie immer noch. und Dürr war halt jemand, der hat sich ja selbst immer gesehen, und das war er wohl in gewisser Weise auch, als ein Protégé von Werner Heisenberg. Und Werner Heisenberg war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eben auch Direktor dieses Max-Planck-Instituts für Physik in München. Und Heisenberg war zu dem Zeitpunkt der bedeutendste lebende Physiker in Deutschland und wahrscheinlich einer der drei bedeutendsten lebenden Physiker weltweit. Der Heisenberg war unangreifbar, und er hatte aus irgendeinem Grund einen Narren gefressen an diesem jungen theoretischen Physiker Dürr. Und Dürr dachte, glaube ich, immer irgendwie, er wäre wie Heisenberg. Und Heisenberg war halt jemand, der eben in dieser Zeit aktiv war, vor allen Dingen Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Da hatte der ja seine als junger Mann so seine bedeutendsten Schritte gemacht, wo das eben alles noch so wahnsinnig spekulativ war und wo man noch wahnsinnig viel angefangen hat, so den Sinn hinter Dingen zu suchen und sowas. Und dieses Denken hatte sich Heisenberg auch irgendwie ein bisschen bewahrt. Also der ist hinterher viel, viel nüchterner geworden in dem, was er geschrieben hat, und viel, viel sachlicher. Aber er hat immer noch so ein bisschen, er fand das, glaube ich, schon immer noch faszinierend. Und der Dürr hat, glaube ich, versucht, das nachzuleben. Und dann kam in den 80er Jahren der Effekt dazu, dass Dürr dann in der Friedensbewegung sehr aktiv war. Und der hat auch dann als Direktor am Max-Planck-Institut ja eigentlich nichts mehr gemacht. Also der hat sich von der Max-Planck-Gesellschaft bezahlen lassen dafür, dass er da Institutsdirektor war. Aber der hat seine letzte wissenschaftliche Publikation 1983 gemacht, und 1997 ist er in den Ruhestand gegangen. Der war 14 Jahre lang am Institut und hat nichts publiziert. Nichts. Oh. Also nichts Wissenschaftliches. Ah. Und hat zwischenzeitlich irgendwelche Bücher geschrieben und hat auch in Interviews damals gesagt, ja, warum soll ich mich denn mit irgendwelchen Teilchen beschäftigen, wenn ich nicht weiß, ob wenn ich nächstes Jahr die Welt in die Luft sprengen. Und hat sich eigentlich nur noch so für Pazifismus und sowas engagiert. War dann Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften der DDR, während er auf Kosten der Bundesrepublik in Starnberg gelebt hat. Das war diese Person Dürr. Und der hat sich, glaube ich, immer als so ein Visionär gesehen. Also der hatte Physik studiert, aber das war ihm auch eigentlich überhaupt nicht wichtig, diese ganze Stringenz und sowas. Und das war nicht so seine Welt. Also, und er hat dieses Spekulative, das hat er eigentlich immer viel spannender gefunden. Und so hat er dann eben auch in seinem Spätwerk halt seine Bücher geschrieben. Vom Max-Planck-Institut, und dann sagt, das ist nicht so meine Welt. Das ist irgendwie nicht so meine Welt. Ja, Quanten und so. Ja, die Quanten schon, aber halt das so auf den Punkt zu bringen, dass es wirklich experimentell nachprüfbar wird. Der hat halt so dieses Spekulative, das fand er halt toll. Ja, ist ja schön, sich für den Frieden einzusetzen. Ja, genau. Ja. Ja. Und es gab halt auch tatsächlich, die Struktur war halt auch tatsächlich so, nachdem Heisenberg ihn da als Direktor installiert hat und mehr oder weniger als seinen Nachfolger ausgerufen hat, gab es halt auch irgendwie keinen, der dem mal vors Schienbein getreten hat. Ja? Also die Max-Planck-Gesellschaft hat jetzt nicht gesagt, lieber Hans-Peter, wo ist denn jetzt mal deine nächste wissenschaftliche Publikation? Das ist einfach nicht passiert. Das Einzige, was dann irgendwann passiert ist, das MPI hat ja mehrere Direktoren, das MPI für Physik, dass die anderen Direktoren dann irgendwann gesagt haben, na also wenn du schon sonst nichts machst, dann machst du jetzt mal geschäftsführender Direktor und unterschreibst mal die Arbeitsverträge von den Mitarbeitern. Das hat er relativ oft gemacht in seiner Amtszeit. Also geschäftsführender Direktor vom Max-Planck-Institut ist derjenige, der den Papierkram machen muss. Was keiner machen will. Die anderen waren froh, dass sie den Rücken frei hatten zum Forschen. Aber das war Dürr. Und wenn man das so ausspricht, macht man sich bei manchen Physikern sehr, sehr unbeliebt, weil dieses Spekulative und Visionäre, aber halt auch vollkommen Erdungslose, was er halt da hatte, halt von manchen Leuten irgendwie total toll gefunden wird. Martin McFly for White Guy schreibt, am MPI nannten sie es die Dürr-Periode. Oh mein Gott. Also, es gab da schon andere Leute, die haben noch weitergearbeitet. Ja, klar. Ja, ja, ja.
Also die anderen hatten ja, wie gesagt, also solange der Geschäftsführer und der Direktor war, mussten die anderen wenigstens die Arbeitsverträge nicht unterschreiben. Und es war halt tatsächlich, also so richtig schräg wurden seine Bücher ja auch eigentlich erst so, also diese ganze Friedensbewegungszeug, das war so 80er Jahre, das fanden dann auch noch alle irgendwie okay. Ja, warum soll man sich einer nicht für den Frieden engagieren? Und ja, okay. Aber dass er dann wirklich angefangen hat, mit morphogenetischen Feldern und diesen ganzen Kram mit zu publizieren und das war dann so in den 90ern, so kurz vor seinem Ruhestand. Und das war, ist so die einzige vage Erinnerung, die ich habe, dass, wo ich damals überhaupt noch nicht wusste, wer das ist, dass wir so beim Mittagessen zusammensaßen und ich dann so mitbekommen habe, dass Leute gesagt haben, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass der jetzt auch wirklich mal in Pension geht und das wird schon echt langsam peinlich. Das ist die einzige Erinnerung, die ich als MPI habe, dass tatsächlich mal über Dürr gesprochen wurde. Ansonsten wurde der auch überhaupt nicht erwähnt. Ich hoffe, dass mir das mal nicht passiert, wenn das Ferngespräch weitergeht und ich dann irgendwann aus Altersgründen ausscheide. Nee, eben nicht ausscheide. So ist es nämlich. Ja, und irgendwann bei der Bummfilm sagt, ah ja, der Tommy. Nee, eure Nachkommen. So. Eure Nachkommen, die Leute, die euch folgen. Wenn wir schon tot sind und du wirst immer noch reingerollt. Ich bin immer noch da. Ja, und dann, also sag mal, früher war der ja mal witzig. Gut, das sagen sie heute schon. Weil Bernd noch Fritjof Capra angesprochen hat. Das ist auch so ein Vertreter. Ja, als Wiener ist ein bisschen auf meinem Radar. Ich weiß aber nicht wahnsinnig viel über ihn. Hat auch Physik studiert und seine Idee war eigentlich eine durchaus gute, nämlich er wollte damals in den 70er und 80er Jahren überlegen, wie eben die westliche Philosophie einschließlich der westlichen Wissenschaft in Verbindung zu bringen ist mit östlicher Philosophie. Das Tao in der Physik? Das Tao 75, der Physik war sein, der großer, Physik, nicht in der Physik, sein großer Bestseller. Ja. Und da hat er eben überlegt, wie so taoistische, fernöstliche Traditionen in Einklang zu bringen sind mit der Physik. Und die Idee war so ein bisschen dieses stereotype Bild, dass früher eben bei uns die Physik so starr war, ja, und Ursache und Wirkung und eine Sache führt zwanghaft zur nächsten, aber die Quantenphysik ist ja irgendwie weicher und kuscheliger und das passt, war damals die Idee ja irgendwie viel besser zur östlichen philosophischen Tradition, wo halt auch irgendwie mehrere Dinge gleichzeitig anerkannt werden können oder so, wohingegen die strenge griechische klassische Logik sagt, entweder ja oder nein und dazwischen ist verboten. Ja? Das war so die Idee. Und ich finde, das ist irgendwie ganz schön, das ist ein legitimer Zugang zu sagen, schauen wir mal, wie diese östlichen Philosophien dazu passen zu dem, was wir hier machen. Nur muss man leider sagen, es kam halt tun nicht was Spannendes raus. Ja? Ja. Also, es ist spannend zu fragen, aber es war dann klar, nein. Also da hätte er aufhören sollen. Man hat sich auch, man beruft sich damit auch teilweise auf Heisenberg, weil da gibt es auch irgendwie so ein, zwei Zitate von Heisenberg, wo der halt gesagt hat, und das ist genau das, was wir jetzt hier hatten, wo ich immer sagte, naja, also das muss man einfach akzeptieren, dass es so ist. Und das fällt uns schwer, das zu akzeptieren, weil das gegen unser sonstiges Denken läuft. Dass Heisenberg mal gesagt hat, naja, Leute, die so aus dieser östlichen Philosophie kommen, denen fällt das leichter zu akzeptieren, dass sowas so ist. Und das erleichtert einem das Verstehen, wenn man sich auch mal mit östlicher Philosophie beschäftigt hat. Das war die Aussage von Heisenberg dazu. Und damit wird sozusagen dann begründet, dass Heisenberg ja auch so gedacht hätte. Aber für den war natürlich der Gesichtspunkt dazu war halt ein ganz anderer. Also nicht, dass die östliche Philosophie einem das alles schon gewusst hätte, sondern einfach nur, dass sozusagen da ein paar Denkweisen drinstecken, die einem beim Verstehen oder beim Akzeptieren der Quantenphysik halt helfen. Der Patrick Schmiss, das Patrick Smith schreibt, Leute, mir brennt der Helm. Wir müssen irgendwie zum Schluss kommen. Bei mir macht es auch schon beep, 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 das Overload-Lämpchen blinkt. Ich komme mir vor wie so ein Flipper, wo jemand ganz oft dagegen getreten hat. Und am Schluss kamt ihr jetzt noch mit den Schwurbelheinis. Die hätten wir am Anfang gebraucht, damit man die ein bisschen verknusen kann. Jetzt wird es immer bekloppter. Erzähl, was wolltest du noch sagen, Florian Aigner? Weiß ich noch, was ich vor 10 Sekunden sagen wollte. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir könnten das Ganze ja nach Amerika an Big Bang Theory-Macher schicken, ob sie es verfilmen wollen. Also das war wirklich ein Gehirnfick. Ich hätte noch das Quantenpower-Raumspray. Was? Das Quantenpower-Raumspray, harmonische Partnerschaft und Erotik, 60 Milliliter für nur 71,58. Das war nachzustellen übrigens.
Klappt es nicht mehr mit der harmonischen Partnerschaft? Das Schärfste war nämlich, also ich habe ja mal geguckt, was gibt es so an Quantenquatsch, der gerade so irgendwie durchs Netz geistert. Und dann habe ich Quanten-Feng Shui gefunden. Und wenn man jetzt weiß, dass Feng Shui per se schon das ist doch schwierig. Das muss ja richtig ist, sein. Zu belegen, wissenschaftlich, genau. Und dann hast du noch das Quanten davor. Dann weißt du genau. Wenn der Quantendrache durch das Haus fliegt. So. In der Geldecke. Sich in der Geldecke. So. Meine Geldecke, das ist da, wo die Amazon-Pakete sich stapeln. Die leeren. Ja. Der Pilot. Sagt einmal, gibt es denn irgendwelche Bücher, die ihr empfehlen möchtet, die gerne die eigenen sein könnten, wo, also falls irgendjemand von unseren über 1000 Zuschauern und Zuschauerinnen so bekloppt ist, dass er sagt, ich habe irgendwie immer noch nicht mehr, noch nicht genug gehört von diesem wunderschönen Thema. Welches Buch? Also ich so ein Buch, was so ganz entfernt zum Thema passt, ja, so ganz vage. Wäre natürlich vielleicht relativer Quantenquark von einem gewissen Herrn Hümmler. Man kann sich doch das auch als Hörbuch anhören. Dann hat es die Alexa gelesen. Mit Herrn Hümmler. Ja, genau. So ein bisschen. Mit Herrn Dr. Hümmler. Was hat der Holm dich dann immer so verbessert beim Lesen? Er hat gesagt, ja, Alexa, genau. Kannst du das nochmal? Genau. Nein, habe ich nicht getan. Nein. Also, das Buch relativer Quantenquark kann gekauft werden. Holm Hörbuch Hümmler, richtig. Wie schaut es bei dir aus? Das war eine sehr schöne Aufnahmesituation, als Alexa Regie bei Holm geführt hat. Das war sehr schön. Ich habe irgendwo noch Fotos, glaube ich, davon. Herr Eisner. Das war sehr cool. Ja, in meinen Büchern gibt es zwar auch über Quantentheorie etwas nachzulesen, aber das Buch von Holm, das er gerade in die Kamera gehalten hat, passt da sicher besser. Von mir gibt es dafür T-Shirts mit. Halt die Bücher jetzt in die Kamera. Du sollst jetzt die Bücher. Das T-Shirt ist auch sehr schön. Wo gibt's das? Auf deiner Homepage? Das gibt es auf supergeek.de in verschiedenen Farben und Schnitten. Und ansonsten gibt es noch die Schwerkraft ist dein Bauchgefühl. Das ultimative Wissenschaftsbuch überhaupt. Braucht ihr nie wieder ein anderes Buch lesen. Das spart wahnsinnig viel Zeit. Außer die von Bernd. Und Bernd, welches ist dein Buch zur Quantenphysik? Ich habe in der Blog-Ankündigung heute zur Sendung ist mal wieder eine riesige Linkliste, wo alles drin steht, was wir so im Skeptiker oder im Blog mal zu dem Thema hatten. Damit kann man sich gerne vergnügen, aber ich würde mir das und ganz Thema viele Beiträge sichern. Über Herrn Lukadu. Verzeihung? Ganz viele Beiträge über Herrn Lukadu im Blog. Ja, die habe ich gar nicht aufgeführt, außer die Sachen da mit Lydia und der Sozialpsychologie. Aber genau, das ist drin, ja. Nee, ansonsten würde ich mir das Thema sicher nicht antun. Sei denn ich, ansonsten kann man auch... Transkribiere mal die heutige Sendung und veröffentliche sie irgendwie. Als Neuauflage deines 2002 erschienenen Buches in der Beck'schen Reihe, das da heißt Quantenphysik für Dummies von Bernd Harder. Nur um deutlich zu machen, dass du auch darüber schon ein Buch geschrieben hast. Ich will es nur noch mal erwähnen. Ach, das ist ja schon ewig her. Das ist aber der Satz. Quantenphysik auch schon, Alexander, 100 Jahre. Alexander, ich glaube, das ist so der Moment, wo wir beide in trauter Zweisamkeit einfach mal sagen können, wir haben zwar keine Bücher darüber, aber wir haben T-Shirts und Schieferuntersetzer. Genau, T-Shirts und Schieferuntersetzer gibt es auch bei Supergeek. Kann man gemeinsam mit den Sachen von Florian bestellen. Supergeek sowieso super gut. Alles mit glücklichen T-Shirts, kühn, gemolken. Kann man sich da auch alles kaufen. Und das T-Shirt, das wunderschöne T-Shirt, was der Bernd Harder da gerade anhat, das ist der Wahnsinn. Das gibt es auch nach wie vor bei GetShirts. Im Ghostsitter-Shop haben wir das praktischerweise angesiedelt. Das ist, wie ihr unzweifelhaft sehen könnt, ein Ferngespräch-Shirt. Das gibt es natürlich auch noch. Da geht das ganze Geld an die Flüchtlingshilfe des Kinderhilfswerks. Genau, so ist es. Das Dumme ist nur, wenn das stimmt, was da heute bei Twitter umging, dass die Leute, die dieses T-Shirt sehen, mich mal wieder mit Michael Kessler verwechseln. Aber ist auch egal, ja. Ja, tatsächlich mehrfach schon. Aber ich würde sagen, es ist entweder für dich oder für Michael Kessler ein Lob. Vielleicht arrangier doch mal ein Treffen. Definitiv. Wir haben, weißt du was? Wir haben ja bald. Ach nee, verdammt, die sind schon fertig. Scheiße. Du hättest zu den Aufnahmen von Kohlraben Schwarz Staffel 2 kommen können, da war er hier.
Du bist nur, glaube ich, größer als er, deutlich größer. Aber wenn ihr euch beide hinsetzt, so sitzriesenmäßig, glaube ich, wäre die Ähnlichkeit doch mehr oder weniger frappös. Das wäre sehr, sehr lustig. Da hätte ich ein Foto von gehabt. Es wird Staffel 3 geben, da wird das arrangiert. Vielen Dank. Ich bin froh, dass wir es hinter uns haben auf eine Art. Ich finde gerade... Du lässt mich nie wieder ein Thema mit aus. Doch, doch, gerne. Florian und Holm, ihr wart wirklich tapfer. Also eigentlich hattet ihr es gegen uns... Nee, nicht mal, ich brauche nicht mal Gänsefüßchen. Ihr hattet es gegen uns wirklich nicht leicht. Aber man sieht, wo bei Holm die Emotionen liegen. Ich finde, das hat er heute in der Sendung erlebt. Ja, diese erlebt. Begeisterung. War diese Begeisterung, dieses Leuchten in den Augen, das ist, da merkt man, wo deine Leidenschaften sind, Holm. Wissen wir denn schon, was wir nächste Woche machen? Wissen wir. Was ist es denn? Achso, soll ich es auch sagen? Bitte. Wir beschäftigen uns mit einem überhaupt gar nicht lustigen Thema, nämlich mit dem Thema Antisemitismus. Wer ist denn zu Gast außer uns? Da ist zu Gast ein Vorstandsmitglied aus der jüdischen Gemeinde Hamburg und der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Sehr gut. Und wir. Und wir. Sehr gut. Okay. Florian, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Ich danke. Nein, wir danken. Glaub mir, wenn ich dir das sage. Meine Fresse, wir danken. Ich werde jetzt Blaubeermet. Großartig. Oh, cool. Nicht austrinken, werde aber diesmal den Becher nach unten tragen, bevor sich wieder irgendwelche komischen Kühlwaldis formen, wie bei den mir Sophia netterweise vorhin einen neuen Becher gebracht hatte, den ich hier vergessen habe. Silberfischchen. Das ist Biologie. Ich hab wirklich ein Silberfischchen in meiner Orgel. Das war in einer Tasche, die ich rausgeräumt hatte, die ich schon ewig nicht mehr verwendet hatte aus dem Keller. Und ich wollte die als Kameratasche verwenden, tue die Kamera rein, kommt ein Silberfischchen raus und rennt in meine Orgel zwischen die Tasten. Und ist da jetzt immer noch... Silberfischchen sind aber eigentlich immer da, wo es feucht ist. Das tut der Orgel mit Sicherheit nicht gut. Also ich glaube nicht, dass dieses da Silberfischchen jetzt so wahnsinnig viel Feuchtigkeit mitgebracht hat. Oder meinst du, es geht dann wieder raus? Also es kann wenn ja sein, es trocken ist, geht es da wieder raus. Das heißt, es ist jetzt hier irgendwo... Es ist wahrscheinlich nicht mehr da drin, sondern irgendwo, wo es feucht ist. So, sie tut aber nichts. Gut. Damit ist der Abend von Herrn Krabbeis komplett. Dann vielen Dank. Ich freue mich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt gleich mal... Feuer. Genau, ich werde die oberste Hautschicht abbrennen und... Und habe mich sehr gut amüsiert. Manchmal bin ich so ein bisschen weggedriftet, aber das Ganze gibt es ja dann zum Zeitsouveränen nachhören und zurückspulen auch als Podcast bei Ho Ho Xilla, 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 der skeptische Podcast aus Hamburg. Genau. Richtig. Und den Test schicken wir euch dann in den nächsten Tagen zu. Bitte ausfüllen und wird dann von Holm und Florian bewertet. Und um Holm herum. Vielen Dank. Der Abspann kommt in 5, 4, 3, 2.